So, jetzt möchte ich auch runterkommen. Das viel wichtigere Thema. Der Ausblick in die Zukunft. Grundeinkommen, jeder 1000 Euro. Jeder. Ist meine Meinung. Es gibt in der Grundeinkommensbewegung Leute, die wollen schon 800 zufrieden sein und andere wollen 1500. Darüber kann man diskutieren. Ja, was drunter ist, gehört eigentlich nicht mehr dazu. Was drüber ist, da muss man sagen, hey, Freunde, die Macht. 1000 Euro für jeden. Das muss man sich mal reinziehen, was das heißt. Ich 1000 Euro, meine Frau 1000 Euro, meine Tochter vielleicht auch. Klar. Meine Einschränkung, die aber auch nicht jeder teilt, in der Grundeinkommensbewegung ist da viel Diskussion. Meine persönliche Einschränkung wäre, es muss so hoch sein, dass man entspannt leben kann. Unter allen Bedingungen. Auch Grundeinkommen muss so hoch sein, dass man jederzeit Nein sagen kann. Und so hoch, das ist die Negativdefinition, und so hoch, dass man jederzeit tun kann, was man für wichtig und richtig hält, auch wenn es kein Geld bringt. Das ist die Positivdefinition. Grundeinkommen muss so hoch sein, dass man tun kann, was man für richtig hält, auch wenn es kein Geld bringt. Da gehört Kindererziehung natürlich mit dazu, aber auch politische Arbeit vielleicht auch oder so. Da gibt es ja den Umweltschutz oder so, je nachdem. Grundeinkommen muss den Menschen ermöglichen, zu tun, was sie für wichtig halten, selbst wenn es kein so hoch muss sein. Klar? So. Beim Kind, das braucht keine eigene Wohnung, könnte mit vielleicht etwas runtergehen, aber spätestens ab 16 muss es voll da sein. Darüber muss man reden. Ja, klar, nur dass man, also ich würde mit 500 jetzt nicht gleich eine Katastrophe sehen, aber so in der Richtung, aber gehen wir mal aus, jeder 1000. Ja, meine Tochter ist jetzt inzwischen auch alt genug. Das hieße, ich 1000, meine Frau 1000, meine Tochter 1000, wir haben Familieneinkommen von 3000 Euro. Muss man normalerweise sagen, spinnen die oder sowas? Jeder Volljährige oder überhaupt jede Person? Jeder. Das Kind jede Person. Ab 16 hat er gesagt. Ne, ab 16 hätte es 1000. Aber es gibt in der Grundeinkommensbewegung, die sagen am Anfang schon 1000. Ich sage ab 500 und dann anwachsen. Das Schöne aber ist, das Kind, heute ist das Kind bei armen Menschen der GAU, der größte anzunehmende Unfall. Halbiert die Arbeitskraft und verdoppelt die Kosten. Und dann wundert man sich, dass wir mit Faktor 4 schlechter dastehen als jemand ohne Kinder. Ne, wie viele Leute sind heute nur deswegen in Armut, weil sie Kinder haben? Ne, in Armut und in Sklaverei des Hartz-IV-Systems. Das muss man ganz deutlich sagen. Ne, ja, wissen? So, ja. Durch Grundeinkommen bringt das Kind das Geld, was es kostet, gleich mit. Das, klar, es kommt auf die Welt und das Geld ist gleich da. Da muss man doch mal sagen, ey, das klingt doch toll, abgesehen davon, dass man sich fragt, woher soll das Geld kommen und so weiter und so fort, sind die verrückt. Aber zunächst merkt man, dass da was passiert. Ne, was auch passiert ist, es passiert nicht mehr. Heute im Niedriglohnsektor fliegen die Familien auseinander, weil es Geld fehlt. Ne, die pädagogische Atmosphäre ist sofort. Das Geld ist nicht das Problem. Es ist eine Frage, ob man sich mag. Aber das Geld ist nicht mehr das Problem. Klar? Also das Problem, dass Geld die Leute auseinandertreibt, ist weg. Ne, im Hochlohnsektor ist es umgekehrt. Heute im Hochlohnsektor hängen die Leute zusammen wegen Geld und können es nicht trennen. Weil eine Scheidung ist wahnsinnig teuer da oben. Ne? Also im Hochlohn hängen sie zusammen wegen Geld und im Niedriglohnsektor fliegen sie auseinander wegen Geld. Fällt alles weg. Ja? Also für mich ist das Grundeinkommen eine Emanzipationsbewegung. Jeder hat sein Geld, die ganzen Familien, das einer der Verdiener ist und die anderen hängen ab, fällt weg. Jeder hat sein Einkommen und damit ist jeder in gewisser Weise, gibt es nur noch freie Verhältnisse. Zwischen Eltern und Kindern natürlich zunächst noch nicht, ne? Aber das Geld ist schon da. Und irgendwann, ja, merkt man, was da passiert? Da passiert was. Das ist die Idee des Grundeinkommens, die ist ganz einfach eigentlich. Hat gigantische historische Wurzeln. Ab 1500 wurde das erste Mal gedacht, dann bei der Gründung der USA. Der Gründer der USA, Thomas Paine, Verfasser der allgemeinen Menschenrechte, der hatte den Gedanken völlig klar gefasst, hat gesagt, die USA soll das Land der Freiheit sein. Was ist, wenn das Land vergeben ist? Bis dahin hieß es, man ist frei, wenn man genügend Land hat, um sich und sein Design zu versorgen. Dann kommt man unter niemandes Ärger, ja? Er hat das ja auch tatsächlich eingeführt, ne? Das Grundeinkommen in Amerika. Und es ist dann nur für eine gewisse Zeit gemacht worden. Und es wurde dann wieder abgeschafft. Und wissen Sie, warum es abgeschafft wurde? Nee.
Weil es dazu geführt hat, dass die Frau emanzipiert war. Das ist das Problem. Ja. Also, das ist das Problem, dass sie sich von ihren Männern scheiden lassen, weil sie hatten ja das Grundeinkommen. Und das ging natürlich nicht. Scheiße. Komm, ich erzähle gerade den Gedanken noch zu Ende und dann komme ich darauf, aber dann möchte ich auch über Finanzierung und sowas reden. Da merkt man sofort, wenn das Land vergeben ist, in Amerika war es damals noch so, ne? Also wenn man genügend Land hat, ist man freikoppelt unter niemandes Druck. Ne? Heute, wenn du kein Geld hast, bist du unter Druck. Ne? Und das heutige System erzeugt Not, um die Leute ausbeuten zu können. Extra. Ne? In einer Aktiengesellschaft, wenn ich es schaffe, das Personal für die Hälfte arbeiten zu lassen, dann kriege ich als Boss da auch eine wahnsinnige Zusatzgratifikation, Belohnung. Ne? Und die Aktionäre kriegen eine Sonderausschüttung. Klar, das ist ein asoziales System. Die Wirtschaft ist radikal asozial in diesen Bereichen. Klar, so, ja, so. Und der hatte das, wenn das Land groß genug war, war man frei und kam nicht unter Druck. Und dann hat dieser Thomas Paine gesagt, was passiert, wenn das, damals konnte man sich noch, wenn man seine Freiheit haben wollte, ein Land freischießen. Ne? Das ging ja noch. Ne? Und dann hat er gesagt, wenn das Land frei geschossen ist, also alles ist verteilt, wie garantiert man dann die Freiheit? Dann hat er gesagt, dann müssen die Leute den Garant der Freiheit als Geldform bekommen. Wissen Sie, Grundeinkommen verhält sich zur Freiheit wie die Pille zur Emanzipation. Ja. Mhm. Emanzipation der Frau. Das ist die materielle Basis von was Unglaublichem. Ja, die Pille ist noch nicht sauber entwickelt. Ich meine, man weiß ja inzwischen, dass die ganzen Fische inzwischen vor lauter Hormonen und sowas Probleme haben. Ne? Also die Pille, hoffentlich kriegt die auch noch eine Verbesserung. Aber nur damit man das weiß, es geht nicht um das Geld, sondern es geht um ich würde mal sagen, die Freiheit, um die Freiheitsermöglichung. Oder so. Ne? Ganz wichtig. Ja, dann wird zum Beispiel zu dem Thema, was Sie da aufgebracht haben mit der Emanzipation, es wird viel gesagt, dann kommen ja die ganzen Araber und alle kommen sie hierher, das sage ich Ihnen das nicht unbedingt. In der im Grundeinkommen ist ein Emanzipationsaspekt. Jeder hat sich sein Einkommen. Es gibt nicht mehr Familieneinkommen, ne? Der eine, der verdient, dann kann er den anderen auch sagen, was er zu machen haben, sondern jeder hat. Also wenn jetzt der Araber kommt, ich sage das jetzt, das klingt ein bisschen doof, aber wenn man das schnell als Bild hat, ne? Dann kann er nicht sagen, ich hab eine Frau und drei Kinder, jetzt kriege ich ja 5.000 Euro, wie geil. Ne? Sondern da muss man sagen, nee, Moment, du kriegst 1.000 Euro, deine Frau kriegt 1.000, deine Tochter, dein Sohn und die andere. Verstehst du, jeder hat sein Geld und da ist dieser Emanzipationsaspekt drin. Und das ist nicht kulturell überall verträglich. Also wenn es das hier existieren würde, kann ich mir vorstellen, dass wesentlich weniger Araber hier rüberkämen. Es ist nämlich so, dass das heute hier total patriarchalisch ist, Hartz IV. Da gibt es den Haushaltsvorstand in Hartz IV und die anderen sind alle subordiniert, also untergeordnet, unter drinnen und so weiter und so fort. Das ist total patriarchalisch. Da hast du gar nichts, wenn du da raus willst als Frau. Ne, das, in Dings ist ja passiert, da wurde die Frau immer geprügelt, eine Araberin, und dann ist sie weg von zu Hause. Und dann hat die Richterin entschieden, nein, die muss zurück in die Ehe, weil das ist normal, dass man in diesen Ländern verprügelt wird. Das war doch in Stuttgart. Ja, also das ist klar, durch Grundeinkommen wird das aufgelöst. Das heißt Emanzipation pur. Und zwar Emanzipation heißt nicht, jeder kann dem anderen, das kann er auch, mit jeder muss Nein sagen können. Ne? Aber man kann in freier Weise zusammenwirken. Und Grundeinkommen erzeugt, dass man den anderen Menschen, ich will mal sagen, die Essenz sucht. Nicht den anderen Menschen nur sucht, wie kann er mir dienen, sondern wer ist er und was tut ihm gut und was ist seine Sache. Und dann wird die Welt lebendiger. Also diese Geschichte, das ist da ganz stark drin. Das ist eigentlich mit das Wichtigste im Grundeinkommen. Abgesehen davon werden die Kühe auch freier. Der Bauer muss der Kuh nicht mehr seine Existenz abzwingen. Seine Existenz ist gesichert. Da wird auch die Kuh sagen, na endlich kann er mal ein bisschen netter mit mir sein. Merkt man, was da passiert? Weil die eigene Existenz ist immer gesichert, egal was man macht. Das ist der Hammer eigentlich in das Grundeinkommen. Wenn ich selbstständig was machen will, kann ich das machen. Ich muss nicht danach gucken, dass ich und meine Familie ernährt sind. Das muss man mal vorstellen, was das heißt. Heute, wenn ich auf eine eigenständige Idee komme, sitzt meine Frau und sagt, um Gottes Willen, mach das nicht, da haben wir ja nichts zu essen. Ne? Das ist immer das große Problem.
Ja, nach Grundeinkommen fällt das nicht. Dann sagt die Frau, ach, du hast eine neue Idee und ist nicht persönlich bedroht. Ne? Ja, dann hört sie sich das an und dann sagt sie, oh Mann, klingt man ja wie typischer Böse. Kennen wir ja, ne? Typisch Böse, ja? Und dann legt sie sich pennen, am nächsten Morgen wacht sie auf und sagt, ey, du, die Idee ist ja schon relativ gut, aber das kann man noch so und so verbessern. Hat man Mitarbeiter. Merkt man es? Was da losgeht, eine Innovation ohne Ende? So, das ist die Positivbotschaft. Ja? Das ist Grundeinkommen. Ja, und dann noch was, die große Angst, keiner geht mehr arbeiten. Nur, dass das auch gleich abgebaut ist. Keiner geht mehr arbeiten, die große Angst, Grundeinkommen, keiner geht mehr arbeiten. Erstmal, wer die Menschen kennt, weiß, dass das völliger Unfug ist. Nicht arbeiten ist absolut schwierig auszuhaltender Zustand. Das ist wahnsinnig. Es sei denn, man ist krank. Und wenn man mit kranken Menschen selbst zu tun hat, ich bin ja auch Ergotherapeut und was der Kobal oder Sozialarbeiter und so weiter und so fort, ne? Und die können nicht arbeiten, dann kann man nicht sagen, die wollen. Die können nicht. Und wenn man sagt, die arbeiten nicht, dann sagt man, was machen die eigentlich weg? Die sind innerlich sowas von voll beschäftigt mit ihren Problemen. Die können nur nicht äußerlich arbeiten. Und ob man denen helfen kann, mit ihrer inneren Lage zurechtzukommen, das ist eine große Frage. Aber die sind sowas mit Problemen voll beschäftigt. Ja? Aus Lust nicht arbeiten, das schafft keiner. Ja? Das schafft man nicht. Das ist die eine Botschaft, die da drin steckt. Die andere ist, wenn es wirklich so wäre, unsere Politiker haben das früher mal geklagt, da wird doch niemand arbeiten. Ne? Der Zynismus trieft den Leuten ja aus dem überall raus. Ne? Und dann kann man ganz deutlich eines sagen, pass mal auf, wer heißt niemand? Erstmal die selber was wissen, was sie vorhaben, die gehen sofort arbeiten. Ne, gib einem, der intrinsisch motiviert ist, Geld. Ne, der arbeitet plötzlich doppelt. Das ist ja das Problem. Ne? Ja, ist das klar? Also der hört nicht auf zu arbeiten, wenn er 1000 befugt. Also ich muss das nur, muss schnell abhandeln, aber ich, nee, jetzt noch nicht. Also ja, wenn einer intrinsisch motiviert ist und ich gebe dir ein bisschen Geld, dann arbeitet er doppelt. Ja, das ist das eine. Die Frage ist, was ist mit denen, die nicht intrinsisch motiviert sind? Ja? Wenn man da sagt, da geht niemand arbeiten, da kann man ganz deutlich sagen, wer nicht arbeiten geht, kann sich nur auf den Niedriglohnsektor beziehen. Wenn man das politisch sieht, nicht menschlich. Ja? Da sagt man, geht doch niemand arbeiten, da kann man sagen, ja, das stimmt für den Niedriglohnsektor, für sonst stimmt das niemandem. Wer ein Hochlohnsektor ist, lässt sich von 1000 Euro nicht platt machen. Mein böses Bild ist immer, wenn der Ackermann, das war dieser Millionär, der Chef von der Deutschen Bank, der dafür gesorgt hat, dass die ganze deutsche Volkswirtschaft im Eimer ist. Das Staatseinkommen völlig, dass die Banken zusammengekracht sind. Da hat er einen Riesen mit Schuld. Ne? Wenn wir es geschafft hätten, den mit 1000 Euro Platz zu legen, hätten wir doch alle sicher gerne zusammengesammelt. Klar? Aber der hat eine Million im Monat gekriegt. Ne? Also ab einem gewissen, wenn man sagt, niemand geht mehr arbeiten, kann das doch nur den Niedriglohnsektor betreffen und nicht den Hochlohnsektor. Das ist ganz wichtig, dass man die Unterscheidung macht. Durch Grundeinkommen wird die Welt da auf diesen Punkt auf den Kopf gestellt. Aber warum sollte der Ackermann dann auch die 1000 Euro Grundeinkommen bekommen? Der sollte es auch kriegen. Das ist eine der großen Fragen, warum es die Reichen auch kriegen. Also Götz Werner ist einer der Reichen, 1,5-facher Milliardär. Er sagt, das Problem ist, dass wir Reichen das sowieso schon immer kriegen. In allen Lohnsteuererstattungen und Rückerstattungen und weiß der Gogo was, kriegen wir das Geld sowieso. Das Problem ist nicht, ob es die Reichen kriegen, das Problem ist, dass es die Armen endlich auch mal kriegen. Das ist das Problem. Jetzt habe ich aber doch eine Anmerkung. Wie sieht das mit dem EU-Recht aus? Weil die 27 EU-Länder, Leute dürfen hier nach Deutschland kommen und bekommen, haben den gleichen Anspruch, zum Beispiel auch auf Hartz IV. Das heißt, wir hätten dann auch den Anspruch auf, ist das so, das ist eine Frage jetzt, auf die 1000 Euro pro Monat. Genau. Aber ich möchte, bevor ich das mache, möchte ich über die Finanzierung reden, weil das noch mehr die Basis gibt. Sonst denkt man, das sei jetzt alles nur geschwallen. Ich möchte einfach erzählen, wie es ganz leicht einzuführen und dass es den Staat nicht einen Pfennig kostet. Aber nur, dass man das mal sich so vorstellt, es kann nur der Niedriglohnsektor in der Frage stehen, ob er nicht mehr arbeiten geht. Der Hochlohnsektor wird, wenn ich 5.000, 10.000, 15.000 oder 20.000, eine Million kriege im Monat, sage ich schon, ich lasse mich vom 1.000er. Das kann schlimmstenfalls der Niedriglohnsektor.
betreffen. Ja. Das ist der Hammer. Und jetzt kommt das Interessante an Grundeinkommen. Der Niedriglohnsektor wird tatsächlich vom Zwang zu arbeiten entlastet. Klar? Das kann man nur als Problem sehen, aber darum geht es gerade, dass niemand mehr arbeitet, weil er muss, sondern nur noch, weil er will. Die ganze Gesellschaft so umzuformen, dass nur noch gearbeitet wird, was die Leute wollen und nicht mehr, was sie müssen, glauben Sie, dass manches vielleicht gesünder wird? Ja? Also, ich bin ja nicht ganz Ihrer Meinung. Um das mal ganz klar zu sagen, also wenn man 1000 Euro pro Monat bekommt, dann ist es zwar zum Leben ausreichend, aber man will ja da ein bisschen mehr haben als die 1000 Euro. Was macht man dann? Man arbeitet. Zusatzverdienst. So, und jetzt ist die Frage, geht man dann noch für 4 Euro in der Stunde arbeiten? Komm ich drauf. Aber ich auch, genau. Was im Lohn gefragt passiert, muss unbedingt passieren. Genau. Es gibt viele Leute, die machen ehrenamtliche Tätigkeiten, die verdienen überhaupt nichts. Freiwillige Feuerwehr, Rettungswacht, Bergwacht. Politik. Verdienen kein Pfennig. Wenn die jetzt sagen, okay, ich kriege noch 4 Euro dafür, dann gehen die auch für 4 Euro arbeiten. Und wo will man da den Unterschied machen? Das kann auch genau im Amazon-Betrieb sein. Wer sagt, okay, ich gehe dann für 4 Euro bei Amazon arbeiten, das macht mir Spaß, weil wir auch nicht. Ich komme drauf. Das Problem ist, der Niedriglohnsektor ist vom Zwang zu arbeiten entlastet. Wenn er Lust hat, geht er arbeiten. Man geht nur noch arbeiten, weil man will und nicht mehr machen muss. Das große Problem im Grundeinkommen ist nicht, dass jeder 1000 Euro kriegt, sondern ob man sich eine Gesellschaft vorstellen kann, die rein nur funktioniert, weil man arbeitet, weil man will. Und was man will. Das ist ein riesiges Problem. Merkt man das? Auf der anderen Seite, was ist es für eine Gesellschaft, die von Menschen verlangt, etwas zu arbeiten, was sie nicht wollen? Und wenn sie sinnlos wollen, ist, teilweise. Und dennoch sinnlos. Mhm. Verstehst du? Das ist das, was haben wir für eine Gesellschaft, die darauf baut, permanent Leute beschäftigen zu können, die nicht wollen und wo der Sinn verschlossen ist. Also wo die den Sinn nicht selber... Ja, das ist ja heute. Die Frage, durch Grundeinkommen wird die Frage eigentlich gestellt, können wir uns die Gesellschaft denken, wo die Leute tun, was sie wollen. Jetzt kommt es, gibt Menschen, die wissen selber, was sie wollen, und anderen muss man es sagen. Also, ich will es mal ganz vorsichtig sagen, ne? Die ersten nennt man heute intrinsisch motiviert und die zweiten sagt man, die werden extrinsisch motiviert. Man befürchtet heute oder nach heutiger Zählung, die dann überhaupt nicht mehr stimmen muss, da muss man dann ganz vorstellen, ob die Welt sich nicht noch ganz radikal ändert, sind ungefähr 10 bis 20 intrinsisch motiviert und 80 bis 90 sind extrinsisch motiviert. Ne? So. Jetzt kommt die Geschichte dabei, was machen wir mit denen? Ne? Und dann kommen die Leute und sagen, erstmal gibt es die sagen, ne? Oettinger, der ist berühmt geworden für den Satz, nee, das geht nicht. Ich komme dann immer mit dem Konflikt mit meinem Haus jetzt. Ja. Oettinger, da aus Brüssel, ne? We cannot allow that anybody does as he pleases. Ne? Das ist, soll heißen, der redet so, wie man es liest. Ne? Do's, sagt er sogar. In einem Parlament, wo nur Englisch gesprochen wird. Das ist der Hammer. Oettinger, ne? Ich liebe ihn, ich habe ihn immer schon geliebt, aber da geht er fest. Und das heißt, we cannot allow that anybody does as he pleases. Und da haben selbst die Engländer verstehen nicht, was das heißt. Das soll heißen, wir können nicht erlauben, dass jeder tut, was er will. Ne, dafür ist er berühmt geworden, das Ding ist ja im Internet dann immer gelaufen, immer wieder, you cannot allow that anybody does as he pleases. So, das ist natürlich, da hat man Angst davor, ist doch klar. Ja. Aber wissen Sie, was passiert mit denen, die nicht gleich was wissen? Das Problem ist, der Hochlohnsektor kriegt ein Problem. Der Niedriglohnsektor wird des Problems, arbeiten zu müssen, entlastet von dem Problem. Probleme mit Ehegatten bleiben immer noch, ja, aber die ändern sich. Ne? Das ist nicht mehr das Geldproblem, das sind andere Probleme. Ja? Aber der Hochlohnsektor hat ein verschärftes Problem. Wenn der Niedriglohnsektor nicht mitarbeitet, gibt es keinen Hochlohn mehr. Stellen Sie sich mal vor, McDonald's ohne die Leute unten, die Brötchen verkaufen. Dann ist da oben nichts zu verdienen. Stellen Sie sich mal vor, Porsche ohne Leute, die Klos putzen. Dann müssen das die Ingenieure machen, das ist teurer. Muss man sie eben mit Geld bestechen. Ja, oder der Chef sagt, ihr seid gerade so beschäftigt und ich habe gerade nichts zu tun, putz ich nicht los. Also das ist ziemlich problematisch. Ja? Oder wenn die da selber noch kochen müssen. Und so.
Ohne Niedriglohnsektor funktioniert im gesamten Hochlohnsektor überhaupt nichts. Das heißt, der Hochlohnsektor wird schlagartig um den Niedriglohnsektor werben. Was sollen sie machen? Ja, gar keine Chance. Wir sehen dann Fernsehsendungen wie heute, ne? Und dann immer, wie heißt es, für alle Sendungen sind ja nur Rahmenprogramme für die Werbeblöcke, ne? Wenigstens in den Privaten sind das ja nur die Rahmenprogramme für die Werbeblöcke. Das ist ja umgekehrt, als man es gerne hätte, aber da ist es. Ne? Und dann kommt im Hauptprogramm, in den Werbeblöcken, ein neuer Block. Ne? Heute heißt es, fliegen Sie mit unserer Antenne der Fatui, und dann heißt es plötzlich, kommen Sie zu uns zum Arbeiten bei. Das geht gar nicht anders. Man wird die Leute einwerben auf allen Kanälen. Es gibt genau drei Möglichkeiten, wie man sie einwirbt. Der Arbeitsplatz muss stimmen. Man muss das Gefühl haben, das macht. Ja? Macht Spaß. Ne? Muss geil sein. Ich gehe ja nur arbeiten, wenn ich will. Der Arbeitsplatz muss stimmen, das Geld muss stimmen und der Sinn muss stimmen. Das sind die drei. Ja, je unangenehmer die Arbeit, desto teurer. Ganz wichtig. Ja? Da ändert sich was. Ne? Ja? Und wenn die Leute dann für 4 Euro gerne noch bei der Bergmacht oder bei Amazon arbeiten gehen, dann gehen die für 4 Euro arbeiten. Ne? Ja, die Frage ist natürlich, kann man das so differenzieren? Ich meine, es gibt dann wahrscheinlich auch Leute, die sagen, okay, ich gehe 4 Euro meinetwegen im Lager ab. Es ist tatsächlich so, je mehr Sinn, mein Wort heißt, je sinnvoller eine Arbeit empfunden ist, desto weniger guckt man auf Geld. Das muss man sich heute mal klar machen. Und da muss man mal den Herrn Ackermann fragen, sagen Sie mal, wie sinnlich war denn Ihre Arbeit, dass Sie 1 Million brauchen? Ja. es ist ein ganz wichtig, dass man sagt, also was da passiert mit dem Geld, ist auf der einen Seite ein großes Geheimnis, auf der anderen Seite passiert was, der Niedriglohnsektor wird so eingeworben, man kann nicht anders, und es passiert was mit dem Geldverdienen im Niedriglohnsektor, das ist der Hammer. Geld verdienen nach Grundeinkommen hat eine völlig andere Bedeutung als heute im Niedriglohnsektor. Und zwar folgendermaßen, wenn ich heute im Niedriglohnsektor Geld verdiene, verdiene ich von null auf und komme am Ende auf 800 Euro. Ja, da sage ich, boah, 800 Euro, geil. Und dann gucke ich, gehört mir gar nicht. Der erste Teil ist gleich an Vermieter gegangen, der zweite an Stromanbieter, der dritte an die öffentlichen Verkehrsnetze, der vierte zum Bäcker und sage ich, ich habe zwar 800 Euro gekriegt, aber die gehören nicht, ja? Wie würde denn dieses neue Verhältnis zwischen Niedriglohnsektor und Hochlohnsektor die Bildungspolitik beeinflussen und überhaupt die Bildung? Das ist so speziell. Aber Freunde, ich möchte nicht aufhören ohne... Ja, also machen wir jetzt mal Bildung, das Stichwort. Bildung schreibe ich noch dazu, ja? Das ist richtig wichtig. Aber lass mich das Thema noch gerade enden. Also ich habe die 800 Euro verdient, aber mir gehört kein Pfennig. Für mich ist nichts übrig. Wenn ich nur die laufenden Kosten, dann habe ich immer noch am Ende des Monats ungedeckte Rechnungen. Aber für mich nichts. Klar, nach Grundeinkommen sieht die Welt anders aus. Ich habe meinen Tausender. Und durch den Tausender ist der Vermieter gedeckt. Kronstuhl und die Stromkosten gedeckt, alles gedeckt. Ja? Und wenn ich Geld verdiene, gehört der erste Euro, den ich verdiene. Schon ja. Ich sage immer, das ist mein Geld. Wir haben es schon rausgebracht. Mit einer kleinen Maus, das sind die Mäuse. Ja? Mein Geld. Ne? Grundeinkommen. Das heißt, der erste Euro, den ich verdiene, wenn ich also nach Grundeinkommen im Niedriglohnsektor verdienen gehe, ja, und ich verdiene nur 400 Euro, kann ich mir überlegen, kaufe ich mir dafür eine Glotze. Ja, ich kann mir überlegen, investiere ich irgendwo für einen Urlaub oder für eine Weiterbildung? Oder was mache ich mit dem Geld? Ich kann es verschenken. Es ist mein Geld. Ist das logisch? Dass dadurch kommt zustande, dass nach Grundeinkommen 400 Euro verdientes Geld mehr wert sind als heute 800. Merkt man das? Ich sage, das Geld, das leuchtet. Das hat dieselbe Suggestionskraft wie Suggestivkraft wie heute Hartz IV mit Schwarzarbeit. Also wer sich damit auskennt, der hat Hartz IV und geht schwarz arbeiten, das schwarz verdiente Geld ist echt was wert. Klar,
Aber wo kommen wir da hin mit 1000 Euro, wenn allein Krankenkassenbeitrag Basistarif 565 kostet? Kann ich, das bleibt das nicht. Genau, also der KK, also ich habe jetzt noch welche paar Themen, also wir haben nicht mehr viel Zeit. Dass die Grundstruktur klar ist. In der Politik wird dann oft gesagt von den Gewerkschaften, Grundeinkommen ist ein Kombilohnmodell. Klar, die zahlen nur noch 400 statt heute 800, die Schweine. Ja? Und dann reden sie gegen Grundeinkommen, anstatt zu sehen, dass der 800er, der andere hat 1400. Das ist kein Kombilohnmodell, das ist ein Kombi-Einkommensmodell. Ich habe ein sicheres Einkommen und das ist mein sicheres Einkommen. Über das andere habe ich Verfügung, ob ich es haben will oder wie hoch ich mache, da kann ich darüber verfügen. Das ist der Hammer, das ist ein zweites Einkommen, das ist kein Kombilohn, ein Kombi-Einkommen. Da muss man sofort einen richtigen Begriff kommen und sagen, ihr habt es noch nicht verstanden. Kombilohn heißt Scheißlohn auffüllen bis auf Sozialhilfe. Das heißt, egal was du verdienst, du kommst nicht drüber. Klar, das ist Kombilohn. Und dann sagen, Grundeinkommen sei Kombilohn. Da sage ich, hier, ich habe mein sicheres Einkommen über mein zweites verfügt gestellt. Das heißt, ich kriege ein zweites oben drauf. Das ist der Hammer. Ne? Ja, Krankenkasse passiert unwahrscheinlich viel. Da war noch ein anderes Thema. Bildung. In dem Zusammenhang bringe ich gerade die Krankenkasse und dann gehe ich auf Bildung. Ein Thema, auf die ich kann ja heute längst nicht alles durchmachen. Nur ganz knapp. Am Ende muss ich die Finanzierung erzählen. Das ist so wichtig. Ja. Weil es kostet den Staat kein Pfennig. Nur guten Willen. Krankenkasse, wer hat das gesagt mit der Krankenkasse? Ganz wichtig. Man könnte sich vorstellen, heute kriegt eine Krankenschwester 1400. Vielleicht, wenn es gut geht. Das ist ja netto. Das muss schon sehr gut gehen. Also zu meiner Zeit, wo ich dann noch gearbeitet habe, war das ungefähr so. Jetzt, man stelle sich vor, das Krankenhaus wäre richtig optimal organisiert, dass sie auch wirklich gerne kommt. Könnte sein, die geht für 400 arbeiten, die hat schon 1000 Grundeinkommen, geht für 400 arbeiten. Das ist der absolute Extremfall nach unten. Die hat ja jetzt die Möglichkeiten, weil sie nicht mehr arbeiten muss, die hat schon 1000, über Arbeitszeit, Arbeitsqualität und Geld zu verhandeln. Ne? Durch Grundeinkommen kommt man ja in eine Verhandlungsebene gegenüber dem Arbeitgeber, die ist schon was wert. Ne? So. Ja, so. Der Extremfall wäre, sie wäre mit 400 zufrieden, weil das Krankenhaus richtig gut ist. Das heißt, Krankenhäuser werden alles tun, um richtig gut zu sein. Zu ihren Mitarbeitern. Ja, ja natürlich. Die müsste merken, dass sie wirklich für die Oma da ist. Ja, so, jetzt. Dann könnte der Dienst für 400 Euro, da die netto angeboten werden, statt heute für 1400. Dadurch käme zustande, und das ist eine allgemeine, eine irre tolle Rechnung, wo man das sehen kann, dass man sehen kann, dass Dienstleistungen für bis 60 bis 70% billiger angeboten werden können als heute, ohne dass die Leute einen Einkommensverzicht dabei haben. Das heißt, sie hätte ja weiter ihr Gesamt 1400 wie heute. Zusätzlich wäre sie entlastet von den Nöten ihrer Familie, weil da hat ja die Tochter einen Tausender, der Mann hat einen Tausender, da ist gar nichts mehr beredet zu verteilen. Ist das klar? Das ist dann wirklich ihr Geld. Sie hätte dasselbe Geld wie heute. Der Arbeitgeber könnte das so anbieten. Merkt man das? Da könnten Dienstleistungen 60 bis 70% billiger angeboten werden als heute, ohne dass ein Einkommensverzicht bei denen ist. Umgekehrt wäre aber, die hätte ihre 1400 wie heute, wenn Dienstleistungen überall so absinken könnten, könnte die unwahrscheinlich viel mehr Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Nämlich ungefähr dreimal so viel. Klar? Bei der Produktion fällt es nicht so auf, bei der technischen Produktion, weil in der Maschinenarbeit kaum menschliche Arbeit drin steckt. Das heißt, da würde das Grundeinkommen sich nicht auswirken. Das heißt, die technischen Produkte bleiben teurer, die Dienstleistungen sacken sehr ab. Würde dazu führen, dass man wieder anders produziert, auch reparieren wäre wieder möglich. Würde es reparieren nicht mehr kosten, man könnte anders produzieren. Wäre auch ein Umweltentlastungsprogramm, was damit zusammenhängt. Ne? Und aber Kulturarbeit, menschliche Arbeit, Bildungsarbeit, ne? Soziale Arbeit, Umweltschutz, das wäre alles wahnsinnig finanzierbar. Unglaublich. Ja, ich brauche doch für einen Sozialarbeiter statt 1500, nimmt er nur noch 500. Hammer.
Ja, ist das klar, da passiert doch was. Das ist doch irre, was da passiert. Nur, dass man sich das mal so ganz grob vorstellt. Wenn man jetzt auf die Krankenkassen guckt, ne, dann sagt man plötzlich, da reduzieren sich die Krankenkassenkosten unwahrscheinlich stark, der einen Seite. Auf der anderen Seite würde bei der Krankenkasse was passieren dürfen, was heute von der FDP gedacht wurde, aber heute noch radikal asozial ist. Die FDP hat so wirklich den Riecher dafür, immer ins Klo zu greifen. Ne? Die haben ja vorgeschlagen, dass man Kopfgeld einführt. Das heißt, dass für jeden in die Krankenkasse eingezahlt werden muss. Das ist so lange asozial, wie das System so ist, dass es einen Verdiener gibt für die Familie. Der eine Verdiener muss schon Lebenshaltungskosten, Essen und so weiter, Wohnung, alles für alle zahlen und dann soll er noch für jeden Krankenkasse zahlen. Merkt man das? Das ist radikal asozial, solange das so ist. Nach Grundeinkommen ändert sich aber die Welt dahin, dass plötzlich jeder selbst ein Einkommen hat. Es gibt nicht mehr ein Familieneinkommen und einer, der schuftet dafür oder so, sondern jeder hat sein eigenes Einkommen. Deswegen kann nach Grundeinkommen auch jeder selbstständig in die Krankenkasse einzahlen. Das heißt, dass wir statt heute 23 Millionen Krankenkasseneinzahler haben wir plötzlich 80 Millionen Krankenkasseneinzahler. Ja, und dadurch kommen zustande zwei wahnsinnige Verbilligungen im Krankensystem. Das eine ist, die Kosten sinken. Dann kommt dazu, die Volksgesundheit wird wesentlich höher liegen, wenn man tun darf, was man will. Klar? Und dann kommt von unten her eine vervielfältigte Einzahlerschaft und das führt dazu, dass die, wie das heute bei Privaten am Beginn ist, dass man sagt, mit 50 Euro, gibt es auch so Private, die so einsteigen, die 50 bis 70 Euro wird so der Schnitt sein, in dem sich das gesamte Krankenkassenwesen einpegelt. Ja, und dann gibt es das Problem eigentlich nicht. Und das kann man von 1.000 genauso gut bezahlen, wie von 900 sogar noch. Nur, dass man sich das mal vorstellt, was da passiert an dem Thema Krankenkasse. Das ist geil. EU-Ausländer oder überhaupt Ausländer, große Gefahr, Grundeinkommen ist da. Plötzlich fängt der ganze Welt bald an hierher zu rennen. Ne, mein Bild ist immer, dann gibt es hier so eine Pyramide auf Deutschland. Die Leute krabbeln hier alle miteinander. Ne, und die ganze übrige Welt ist ohne Menschen. Das tut der übrigen Welt richtig gut, abgesehen mal davon, mal tief durchzuatmen. Ne? Aber der Globus fängt an zu wackeln, weil er so einen Stiel hat. Das hat natürlich ne, so in der Art. Ne? Ja, so. Das Internet, und deswegen, damit das nicht passiert, müssen wir lauter Panzer und überhaupt ganz Deutschland dann jeder Deutsche kriegt mindestens einmal in der Woche, muss er da stehen und Ausländer schießen. Ne? Klar, die andere anwetzende Ausländer schießen. Das ist ja die Gefahr. In Wirklichkeit kann man die Grenze voll nicht abbauen. Jetzt kommt's. In Wirklichkeit kann sie Grenzen völlig abbauen, haben überhaupt keine Bedeutung mehr durch Grundeinkommen. Das klingt total verrückt zunächst. Wir können nicht passieren, sind sie die Ausländer, die kommen zwar an, vielleicht, das sind natürlich nur Bilder, in denen ich spreche, ja? Die kommen zwar alle angerannt, wobei ich nicht sicher bin, dass die Araber auch so angerannt bekommen, wenn sie dann begreifen, was mit jetzt die Frauen kommen vielleicht angerannt. Die Männer sagen, hey, mach mal langsam. Das wäre doch mal gut für Afghanistan. Ne? Dann gibt es da viel Ärger plötzlich nicht mehr, wenn man sagt, kommt mal hierher, ihr lieben Frauchen. Dass sie da hinten mal, ich weiß nicht, dann kriegen wir einen anderen Rat vor uns vom Terrorismus. Angenommen, die kommen alle her. Das Problem ist ja, ob sie es kriegen. Ne? Wir brauchen keine Grenzen, wir brauchen richtig gute Ämter. Nämlich das Erste, was die machen, ist zum Grundeinkommensamt rennen. Ja? Also was überhaupt nicht möglich ist, ist hier wie heute reinkommen und Konkurrenz machen. Schwarz oder irgendwie. Ja, heute, wenn hier ein Dachdecker 1.200 kriegt, da kann einer aus Rumänien runterkommen und der sagt, der macht dasselbe für 900 Euro und schwarz. Klar. Ja, und der kann hier mitarbeiten und den sieht man nicht. Klar. Ja, und dann, das ist heute das Problem, dass sie alle rüberkommen können und hier mitwurscheln können. Ne? Nach Grundeinkommen ist das Problem, wenn unsere Krankenschwester schon für 400 Euro arbeiten gehen würde, das ist sehr unwahrscheinlich, aber man stellt, so unwahrscheinlich ist es gar nicht, wenn sie die Dienstleistungsmöglichkeit
einzukaufen verdreifacht, ist das gar nicht so unmöglich. Man stellt sich vor, die würde so arbeiten können, ne, für 400. Da kann keiner von außen reinkommen und konkurrieren, wie heute. Ne, da sagen die, hups, bisher hat die 1400, da konnte ich mit 800 oder mit 900 oder mit 1000 konkurrieren. Ja, jetzt kriege ich die nur noch 400, wie soll ich denn da konkurrieren? Klar, das heißt, die muss zum Jobcenter gehen. Zum Jobcenter, Entschuldigung, bitte, zum Hartz-IV-Amt, zum Einkommens, zur Einkommensagentur, nicht zur Arbeitsagentur, zur Einkommensagentur, zum Amt für Einkommens. Ne, klar, weil die, wenn sie hierher kommen will, die Schwester aus Rumänien, die hat nur die Möglichkeit zu fragen, kriege ich auch einen Tausender, sonst kann ich hier nicht mithalten. Wer den Tausender nicht hat, kann hier nicht mithalten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die Löhne sind halt anderer plötzlich. Der Arbeitgeber ist prinzipiell davon entlastet, und das ist die positive Arbeitgeber-Sache, davon entlastet, für die Lebensgrundhaltungskosten seines Personals aufzukommen. Für die eigenen aber auch. Die Eltern sind auch entlastet, für die eigenen, für die der Ehegatten und für die der Kinder aufzukommen. Jeder ist davon, die Lebensgrundhaltungskosten sind kein Thema mehr. Deswegen ist auch der Arbeitgeber ist grundsätzlich davon entlastet, für die Lebensgrundhaltungskosten aufzukommen. Und nur der Rest steht noch in Frage. Merkt man das? Ja, so. Das, ja, und das merkt ein Ausländer, wenn er hier reinkommt, sofort, weil er sagt, der hat das Problem, die Lebensgrundhaltungskosten. Und der ist nicht konkurrenzfähig. Weil dann würde man sagen, ey, du pass mal auf, warum soll ich dir die Lebensgrundhaltungskosten finanzieren als Arbeitgeber? Das ist ja allgemein und wir zahlen nur das obendrauf. Merkt mal, was da passiert. Und dann wird es passieren, die werden alle zum Amt. Und dann ist die Frage, wie lassen wir sie rein? Da gibt es die Möglichkeit, jetzt bei der Krankenschwester, was man sagt, bringst du schon einen Arbeitsvertrag mit? Das heißt, sie hat im Krankenhaus schon Probleme gehabt und hat halt gefragt, ne? Ja. Wenn du mitbringst, kriegst du hier das Grundeinkommen, damit du ja mitarbeiten kannst. Klar? Wenn du noch keinen mitbringst, kriegst du es jetzt vielleicht auf 3 Monate und guckst, dass du eine Arbeitsstelle findest. Ja? Und wenn es da nicht geht, dann geht es halt nicht. Das ist so eine Möglichkeit, die entsteht. Das ist, wie die Leute reingelassen werden nach dem Grundeinkommen. Das ist eine Frage der Demokratie, der demokratischen Entscheidung. Nicht eine Frage des Grundeinkommens, zunächst. Muss man ganz vorsichtig sein. Ich sage gleich, warum das nur eingeschränkt wird. Es gilt nur so lange, wie es nur in Deutschland Grundeinkommen gibt und in Rumänien nicht. Ne? Klar? Aber solange es nur in Deutschland gibt, ist das halt ein Problem. Wie lässt man die Leute rein? Und dann ist die Frage, dann ist es nicht bedingungslos, sondern an Bedingungen geknüpft. Du brauchst eine Arbeitsstelle. Dann kriegst du den Tausender, um hier mitarbeiten zu können. Ja, und dann ist die Frage, wie führt man das nach und nach in ein bedingungsloses Grundeinkommen über? Das ist die Frage dann. Nicht die Frage, das ist da noch nicht bedingungslos. Das wird gegeben, aber es ist nicht bedingungslos. Das wäre so der erste Schritt. Ist das klar? Wie führt man es nach und nach in bedingungslos über? Wenn es in Rumänien auch Grundeinkommen gäbe, dann sähe die Welt ganz anders aus. Hier wären es 1000, in Rumänien reichen vielleicht 400. Bei Grundeinkommen ist die Frage nicht nach dem nominalen Wert, sondern nach dem Freiheitswert. Ich war noch nicht in Rumänien, aber die Leute leben dort anders. Ja, aber das EU-Recht steht doch meines Erachtens. Die ganzen Rechte, wisst ihr, solche was sagen, die werden am Laufenband so umgeschmissen. Ne? Also was die schon in den EU-Rechten alles umgeschmissen haben, vom Lissabon-Vertrag über und so weiter und so fort, ja, ja. Das ist nur eine Frage des Willens, das ist nicht eine Frage des Rechts, das muss ich deutlich sagen. Und zwar sowas verfassungsfeindlich, okay, in jeder Weise, da bin ich völlig offen. Das stimmt auch. Ne? Aber man stelle sich vor, 20 Staaten, die das wollen. Das ist das Problem. Wenn Sie Grundeinkommen wollen, ist das völlig in Ordnung. Nein, wenn Sie also tatsächlich das Anrecht anderer Bürger, anderer EU-Bürger hier beschränken wollen. Hat nicht letztens jemand wieder gesagt, dass er Grenzen haben wollte? War da nicht schon was? Ne? Das, also wenn man Grundeinkommen einführt und die anderen haben es nicht, hat man Übergangsschwierigkeiten. Wenn es die anderen auch haben, dann gibt es das Problem nicht mehr. In Rumänien gäbe es 400, angenommen der Freiheitswert wäre dann derselbe wie hier bei 1000. Dann könnte die rumänische Schwester auf jeden Fall kommen, die käme nämlich nicht gegen den 1000 Euro, weil das bringt ihr hier so viel wie da, sondern die käme aus menschlichen und kulturellen Gründen. Das ist eine ganz andere Nummer. Dann darf man es auch reinlassen. Das ist klar, da gibt es gar kein Problem. Dann wäre aber auch erst möglich, die Deutschen rauszulassen. Das ist auch wichtig. Wenn es hier nur Grundeinkommen gibt in Rumänien nicht, dann sagen wir, die Deutschen bleiben lieber hier. Klar? Wenn es Grundeinkommen in Rumänien für 400 gäbe, dann kriegte der Deutsche, wenn er nach Rumänien geht, die 400 Euro. Es hat denselben Freiheitswert. Es wäre kein Unterschied, ob er in Deutschland ist oder in Rumänien.
Das ist das Wichtige. Ja, und er könnte tun, dann hätte das alles nur menschliche, kulturelle Gründe. Und die sind immer gültig. Die darf man nie außer Kraft setzen. Die wirtschaftliche ist was anderes. Ist das klar? Was nie passiert, jetzt wird also die Sache ganz wichtig, dass man Grundeinkommen in irgendeiner Weise an Nationalität bindet. Man darf Grundeinkommen nur an den Wohnort binden. Weil wer da drinnen lebt in einem Ort mit Grundeinkommen, zum Beispiel 1000 Euro, ja, und wer da drinnen lebt und kriegt sie nicht, der kann nicht leben, der kann kein Geld verdienen. Du kannst ja jetzt nicht dreimal Krankenschwester machen, um auf 1200 Euro zu kommen. Ist das klar? Das heißt, es muss, also ist an Wohnort gebunden und nicht an Nationalität, Rasse oder irgendwas. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Logisch. Und was überhaupt nicht passieren darf, ist, dass Grundeinkommen exportierbar ist. Dass einer sagt, ich bin aber jetzt reinrassiger Deutscher, ja, meine Familie ist schon von Hitler 10-mal abgestempelt worden, wir sind sowas von reinrassisch, da kannst du gar nichts machen. Ne? Ja, ich kriege das Grundeinkommen überall und gehe jetzt nach Rumänien. Hab 1000 Euro Grundeinkommen in Rumänien, die haben noch gar nichts. Dann züchte ich in Rumänien einen neuen Herrenmenschen. Ja, es darf weder exportiert werden, noch darf hier einer ausgeschlossen werden, der hier leben darf oder berechtigt lebt. Vielleicht. Nur das ganz, ganz wichtig, Grundeinkommen hat nichts mit Rasse oder mit irgendwas zu tun, mit Nationalität, sondern mit dem Wohnort, wo das Gebiet, wo das eingeführt ist, da hast du keine Chance zu leben, wenn es das nicht gibt. Weil sich die ganzen Strukturen so ändern. Bildung wird sich sehr ändern. Ich muss ganz viele Sachen außer Kraft lassen. Bildung wird sich sehr ändern. Die große Frage, die einfach gestellt wird, geht doch keiner mehr in die Schule. Fangen wir mal damit an mit unten. Ne? Erste Wort, damit das abgehandelt wird. Jeder hat lebenslange Möglichkeit, sich zu bilden. Das ist viel wichtiger. Das ist genauso wichtig. Du hast lebenslang die Möglichkeit, dich zu bilden. Ne? Wenn ich irgendwo lang gehe und sehe, boah, ich habe mal gesehen, so Leute, die haben Schiffe aus Holz für Fischer gebaut, die richtigen von, das hat mich sowas von fasziniert. Da hätte ich so eine Lust gehabt, da eine Ausbildung zu machen. Wenn ich da heute hingehe, dann heißt das, wer zahlt mir dein Einkommen für die Zeit, da muss ich zum Amt gehen und sagen, zahlt ihr mir dann noch was? Ne? Dann sagen die, du hast schon mal was abgebrochen oder irgendwie gibt es tausend Gründe, warum man es nicht kriegt. Ne? Klar, logisch, nach Grundeinkommen gibt es gar kein Problem, ich gehe da hin und sage, ich möchte was machen, dann guckt mich der Meister an und sagt, machst du da einen schönen Eindruck? Arbeite mal mit. Ne, und dann sehen wir, ob es klappt. Diese Freiheit, die plötzlich auftaucht. Ne? Lebenslang BAföG, lebenslang alles und brauchst nirgends bitte, bitte sagen. Und kein so ein Beamteter irgendwas sagt, da erfüllen sie aber jetzt die Vorschriften nicht. Weil sie haben vor 5 Jahren mal irgendwo neben die Klobrille gekackt. Das ist doch heute so, da steht man da und sagt, tut mir leid. Das ist weg, lebenslange Möglichkeit sich zu leben. Hammer! Ja, auch lebenslange Möglichkeit, sich freiwillig weiterzubilden, da wo man ist, und da geht's weiter. Hammer. Ohne Schwierigkeiten. Ja, und die Lehrer kosten nichts mehr. Die kosten nicht das, die kosten nur noch das. Lächerlich. Ja, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, die immer sagt, da geht doch keiner mehr zur Schule. Ne, da gibt es nur noch Schulpflicht, die Kinder werden alle nur noch mit der Polizei abgeholt. Oder so, ne? Weil die haben ja lebenslang Kindergeld vor sich, lebenslang Rente vor sich, wie man das immer nennen möchte. Lebenslanges Einkommen, die brauchen doch nichts mehr außer Computerspiele. Ne, denkt man sich doch so. Ein Riesenproblem. Soll ich euch sagen, was in Wirklichkeit passiert? Die echte Frage ist, das ist nur das Problem in Hirnen von Politikern. In der echten Welt wird die erste Frage sein, nicht ob die Kinder zur Schule gehen, sondern ob die Lehrer noch zur Schule kommen. Wenn man heute die Lehrer hört, dann sagen die alle, es ist so beschissen in der Schule. Und je besser die Lehrer sind, desto mehr sagen die das. Und dann sagt man, warum gehst du da noch hin? Und dann sagt er, du, ich habe ein Haus, ich habe eine Frau, ne, meine Tochter studiert, ja, was soll ich denn machen? Dann merkt man sofort, der kriegt nicht wegen der Schule, sondern der geht wegen seinem Einkommen rein. Merkt man das? Und das ist nach Grundeinkommen weg. Der muss nicht mehr wegen seinem Einkommen. Der hat 1000 Frau, 1000 Tochter, der Fall ist erledigt. Merkt man das? Ja? Und dann geht er nur in die Schule, wenn er das Gefühl hat, was da passiert, macht Sinn.
Ne? Da hat keiner mehr von außen in den Unterricht reinzureden. Heute sind die Unterrichte, jetzt kommt ja sogar einer auf die Idee, sogar, also schon, dass die Länderregierung zu sagen, wie Unterricht auszusehen hat, eine Sauerei. Die Schüler haben zu sagen, wie Unterricht auszusehen ist. Ich kenne nur eine einzige Schule, die da richtig radikal war. Die hat gesagt, unser Direktor sind die Kinder. Das ist eine echte Schule. Es geht ja um die Bedürfnisse der heranwachsenden Menschen. Und nicht um die Bedürfnisse von irgendeinem Staat oder von irgendeiner Wirtschaft oder von irgendjemandem. Das ist das Letzte. Merkt man das? Und ob die Lehrer dahin gehen, das werden sie dann entscheiden, wenn sie sagen, ey, pass mal auf, wenn ich da fehle, passiert was. Da fehlt was. Ja? Ja, und dann gibt es wieder ordentliche Unterwäsche. Und mit ordentlichen Unterwäsche kommen die Kinder nicht unter Polizei zu. Das wird passieren. Und in den Schulen insgesamt wird sich was ändern. Auch Abitur wird nicht mehr möglich sein. Möglich sein. Abitur heißt doch nur, dass die Schule selbst beurteilt, ob das, was sie gemacht hat, auch was gebracht hat. Ne? Das ist so ähnlich wie ich gehe hinterher, da sagt man, wie war der Vortrag? Und dann sagen, oh, der war super. Ja, das ist nicht mein Urteil, das müssen die anderen beurteilen. Wenn ich das beurteile, das gehört in den Bereich der Reklame. Das muss man total aufpassen. Wenn ich beurteilen soll, ob meine Leistung gut war, wenn ich beurteile, das ist Reklame. Das ist nicht Wirklichkeit. Wirklichkeit ist, wenn der von meiner Leistung betroffen war, beurteilt, ob es gut war. Merkt man das? Und wenn denn in der Zeit nach Grundeinkommen wird sich das ändern, dann wird das Abitur also nicht sein, dass man da Leistungen hochpäppelt und die sind gut, wenn sie das gebracht haben, was ich von denen will. Das ist doch Diktatur. Sondern da wird es so sein, dass die Schüler selbst beurteilen, ob die Schule was taugt. Das ist der echte Abschluss der Schule. Dass ein Kind sich, dass der junge Erwachsene hinstellt und selber beurteilt, ob die Schule ihn sauber in die Welt gestellt hat, dass ihm die Welt was bedeutet und dass er das Gefühl hat, er hat was, wo er mitmachen will, er hat die Fähigkeiten dazu. Meine Tochter, die hat immer gesagt, was, wenn ich sage, was willst du mal werden, ich will Abitur machen. Hat die immer gesagt. Verstehst du? Das ist eine Geisteskrankheit, die da erzogen wird. Ich will Abitur, ja, was willst du dann machen? Ja, ich weiß, ich will Abitur machen. Verstehst du? Solange, das ist eine Geisteskrankheit. Merkt man das? Gut wäre zu sagen, ey, du, eine Schule muss so sein, dass der Blick für die Welt aufgeht. Und spätestens ab 15 geht das dann langsam los. Und ab 18, da müssen die Kinder sagen, also pass mal auf, eigentlich brauche ich diese ganze Lehrergesocke hier nicht mehr. Ich mache schon längst, was ich will, was ich für richtig halte. Und die Frage ist nur, ob hier noch die Mittel sind, mir zu geben, was ich will. Denn das wird das Endurteil sein. Und wenn die Schüler dann sagen, das war hier sauer auf dem Weg, dann sind wir nicht zurechtgekommen oder hier gab es nichts für uns, dann ist die Schule tot. Ist das klar? Das ist überhaupt nur das Richtige. Ja, aber das ist also heutige Geisteskrankheit auf allen Ebenen, die ist nicht zu überwinden. Das ist die letzte. Sag mal, ich habe noch eine Bitte. Wie gesagt, Hammer. Eine Frage. Wie kann man es muss eine Übergangszeit geben, wenn man das einführt. Das würde ich jetzt erzählen, genau. Das ist das wichtigste Thema. Übergangszeit und Finanzierung. Genau. Wenn es einen Tag gäbe, plötzlich gibt es Grundeinkommen. Wäre aber dann alles in einer. Ne? Klar, dann würde der ganze Niedriglohnsektor nicht damit machen. Und alles wäre in einer. Ist doch klar. Und vor allem keiner kann sich orientieren. Ne? Plötzlich sieht die Welt ganz anders aus. Dann sage ich, jetzt hat zwar jeder Geld in der Tasche, geil. Sag ich, oh, ich habe Geld, meine Frau hat Geld, meine Tochter hat Geld, jetzt gehe ich mal Brötchen holen. Sagt der Bäcker, tut mir leid, ich habe auch Geld. Hat zwar jeder Geld in der Tasche, aber es gibt nichts mehr zu kaufen. Das ist das Problem. Ne? Oder das Problem. Merkt man das? Das würde, wenn das mit einem Schlag ginge, das geht gar nicht. Wie macht man es? Jetzt mache ich, also das, was ich jetzt sage, ist wirklich meine Privatanschauung. Erst noch vorneweg. Es gibt bei der Linken zum Beispiel, dass man sagt, mach erstmal Hartz IV bedingungslos. Also ohne Sanktionen. Halte ich ein bisschen für kompliziert, wenn Hartz IV ohne Sanktionen ist. So sage ich bei McDonald's, ey geil, da gibt es das gleiche Geld.
ohne Arbeit? Ohne, ja. Ist auch der Nietzsche-Lohnsektor weg, wenn man recht hat. Klar? Also da ist ein Problem. Das hieß ja sofort, da müssen die Löhne entsprechend gleich nach oben knallen. Ist wieder volkswirtschaftliches Problem, weil nur die Löhne nach oben knallen. Ja, merkt man das so? Ja. Also. Dann wird gesagt, gibt's den Alten wenigstens bedingungslos das Geld. Das finde ich bei den Linken richtig gut. Und ich kann nur sagen, in Niederlanden ist das jetzt eingeführt. Die Alten kriegen bedingungsloses Grundeinkommen in einer sehr ordentlichen Höhe. Das ist weit über 1.000 Euro. 1.100. Ja? 1.100. Nur 1.100. Jeder kriegt dort 1.100, unabhängig davon, was er jemals gemacht hat und ohne Bedürftigkeitskontrolle ab einem gewissen Alter. Das ist der Hammer. Ne, wenn man mehr Rentenanspruch hat, kriegt man den Rest noch oben drauf. Die haben das schon eingeführt für Gruppen. Ich sage, wenn ich was zu sagen hätte politisch, ich würde sofort sagen, Journalisten kriegen es. Es könnte endlich auf dem Bereich der Journalisten, des Journalismus die Unabhängigkeit der Presse angegangen existieren. Sofort gäbe es keine Bildzeitung mehr. Jedenfalls werden die Beiträge sehr teuer. Entschuldigung. Aber vielleicht mehr. Das, wir hatten schon mal vor, aber nur, dass es da. Aber insgesamt würde, wenn man Gruppierungen das erst gibt, entsteht was, zum Beispiel Hartz IV, dann würde was entstehen wie Volkszorn. Neid ist, wenn ich nichts habe und gucke auf die, die viel haben. Bei den Alten nicht, plötzlich aber bei den auch, genau, wenn den Hartz IV so, da würde man sagen, was soll ich für die faulen Schweine da zahlen und die lassen sich's gut gehen. Das ist ja überhaupt verboten, dass man sich gut gehen lässt. Was ist mit dem Erwerbsunfähige. Zum Beispiel ja, Erwerbsunfähige. Das wäre, also so. Aber ich persönlich sehe es ganz anders. Ich denke, man soll nicht mit Gruppen anfangen. Wobei bei den Alten mache ich auch so eine kleine Ausnahme. Gut, dass du mich dabei anguckst. Gut, okay. Also, die schönsten Rate. Sondern man soll hier, nach meiner Auffassung, sollte man den Grundeinkommen ab dem ersten Euro es allen zur Verfügung stellen. Nur noch nicht in voller Höhe. Und jetzt erzähle ich mal ganz knapp, wie ich mir das vorstelle. Das ist aber meine Privatanschauung. Das ist nicht allgemeine Diskussion über Grundeinkommen zu nehmen. Man stellt sich vor, es wurde in 200er Schritten ausgezahlt. Das heißt, ein halbes Jahr oder ein Jahr lang erstmal nur 200. Und dann 200 höher, 400. Und dann 600 und dann 800. Was würde dann passieren? Ja? Jetzt wird das richtig interessant. Man stellt sich vor, man fängt mit 200 an. Das ist ja nicht so viel. Man hat noch gar nichts vor. Ja? Eine dreiköpfige Familie wäre schon 600 Euro. Ne? Ja, Monate, ganz genau. Jetzt kommt aber der Hammer bei der Geschichte. Dann fragt sich der Staat, oh, ist das schon teuer. Ja, heißt ja heute, ist ja gar nicht bezahlbar. Ja? Dann sagt man, Moment, plötzlich sagt man, ey, das kostet ja gar keinen Pfennig. Die Kinder haben es ja schon. Als Kindergeld. Fast. Ja? Ne? Die Studenten haben es im BAföG. BAföG sieht dann so aus, 200 Grundeinkommen und nicht mehr 600 BAföG, sondern nur 400 BAföG oben drauf. Vielleicht immer noch mit Rückzahlpflicht oder irgendwas. Klar? Also praktisch, ja, im Arbeitslosengeld ist es drin. Da wird praktisch nicht mehr das gesamte Arbeitslosengeld mehr Hartz IV, sondern nur noch abzüglich 200. Der Rest wäre noch bedingungslos. Ja? Dann plötzlich Lohn in den Steuerrückerstattungen, Lohnsteuerfreibeträgen. Dann müsste man die neu berechnen, weil die heißen, die bekannt man auch nur die Freibeträge deswegen, dass das Basale nicht gleich besteuert wird. Da kann man sagen, der hat jetzt schon 200, dann kommen die Lohnsteuern, die Freibeträge kann man ein bisschen reduzieren. Ja, so geht das durch und dann würde man sagen, in jedem Beamtengehalt ist es sowieso drin und überall ist es drin, egal wo man guckt, es ist flächendeckend schon vorhanden. Da würde man sofort was unheimlich Interessantes sehen. Grundeinkommen mindestens bei den ersten 200 kostet keinen einzigen Pfennig. Es ist nicht eine Frage, dass man Geld druckt oder irgendwo aufnimmt, sondern nur, dass man das vorhandene, die vorhandenen Geldwerte, dass man einen Teil davon neu definiert. Das ist ein Rechtsakt. Kein Geldausgabeakt. Merkt man das? Gelder, die bisher
du musst es entweder Kind sein oder Student sein oder arbeitslos sein oder dies sein oder das sein und so weiter und so fort. Die werden plötzlich von dieser Bedingung befreit und gelten lebenslang. Einfach so. Das ist ein Rechtsakt. Und die anderen Bedingungen, die existieren, die muss man dann halt entsprechend kleiner schreiben. Die Beträge kleiner schreiben. Merkt man, das ist ein Rechtsakt, überhaupt gar kein. So. Klar? Und dann nach vier, dann kommt der 400er Schritt, dann merkt man, ey, du pass mal auf. Und jetzt kommt's. Dann sagt man, ey, du pass mal auf, bei 400, da taucht ja plötzlich eine Lücke auf. Ne? Ja, die Kinder, die haben noch keine 400. Ja, also im Allgemeinen ist es überall drin, die 400. Ne? Schon wieder in der Lohnsteuerrückerstattung, im Ehegattensplitting, kann man auch anfangen aufzulösen. Klar, das ist ja nur, damit Gemeinschaften nicht so hochsteuerlich belastet wird. So kann man sagen, es wird jetzt, da hat jetzt jeder ein eigenes Einkommen langsam. Da kann man anfangen aufzulösen. Merkt man, ab 400 wird das interessant, da kann man vieles auflösen, aber es tauchen plötzlich Lücken auf. Das sagt man, was machen wir mit den Lücken? Plötzlich fällt auf, du pass mal auf, als wir das Grundeinkommen, als wir die mit 200 eingeführt haben, da sind die gesamten Kindergeldämter weggefallen. Da steht ja schon eine Menge Geld frei. Merkt man das? Ja, so. Wenn man 400 Euro auszahlt, da fällt gewaltig was. Und das muss ich jetzt erzählen. Wenn ich nur 200 ausgebe, dann frage ich, fange jetzt mal bei den 200 wieder an. Wenn ich nur die 200 habe, da frage ich, was fällt als der Kindergeld fällt weg? Gut, das Geld nehmen wir, wenn es dann auf 400 hochgeht, kann man ausfüllen. Ja? Was hat aber 200 überhaupt für eine Bedeutung in der Welt? Hat das schon eine Bedeutung? Bei McDonald's noch nicht. Wenn ich bei McDonald's arbeite für 800 Euro und ich kriege plötzlich 200 Euro Grundeinkommen, dann würde McDonald's sagen, ich arbeite halt für 600 bei mir. Also keine Chance, sich zu wehren. Bei 200 noch nicht, ab 400 sieht anders aus, klar. Aber bei 200 sagst du, okay, aber wir wissen, das hört ja bald auf das Spiel. Merkt man das? Also da passiert, in Hartz IV passiert unwahrscheinlich was, ab den ersten 200. Hartz IV ist so aufgebaut, dass man oben die Lebensunterhaltskosten hat, also Essen und so weiter und so fort, und unten dran ist Wohngeld. Da oben sind es jetzt 183 und unten ist Wohngeld. Man stelle sich vor, plötzlich kommen 200 Euro bedingungslos da rein. Dann ist das Geld von Hartz IV nur noch da oben der Rest. Zurzeit 180. Ist das klar? Jetzt kann sich jeder Harzer sofort fragen, pass mal auf, wegen 180 Euro lasse ich mich da noch vom Amt ficken. Entschuldigung. Das ist logisch, weil der kann sagen, ich nehme 200 und ich mache einen Antrag auf Wohngeld. Wohngeld ist zwar bedürftigkeitskontrolliert, aber nicht mit Arbeitszwang verbunden. Merkt man das? Da kann er sagen, ich mache Wohngeld plus Grundeinkommen, 200 Euro. Und die 180 kriege ich irgendwie bei. So dass ab den ersten 200 Euro schon das halbe Jobcenter wegfällt. Ab 400 Euro ist das gesamte Jobcenter Geschichte. Ab 600 Euro beginnen auch die Wohngeldämter zu entschwinden. Merkt man das? Dann geht es weiter. Ab 400 Euro, da passiert bei McDonald's, ab 400 Euro passiert auch bei McDonald's was. Dann sagen die, fangen die Mitarbeiter an, ihre Sinnaugen zu öffnen. Ne? Vorher durften sie nicht fragen, was bedeutet es der Kunden, was bedeutet es im Regenwald, was bedeutet es dem Kunden hier, was bedeutet es mir, was bedeutet es dem Chef, die verbotenste Frage. Klar? Heute. Im Niedriglohnsektor sind die Sinnaugen fünfmal geblendet. Was bedeutet der Kuh, dem Regenwald, dem Kunden, mir und dem Chef? Das ist die verbotenste Frage. Ja, nach Grundeinkommen stehen, jetzt wird das Geld ja immer höher. Plötzlich sage ich, du, pass mal auf, ist das sinnvoll, was ich tue? Will ich das? Finde ich andere Wege? Klar, da beginnt was. Vor allem, wenn die ganze Familie 400 Euro hat, kann sein, dass man jetzt schon an dem Stand ist, wo man vorher überhaupt nur hinkam. Da beginnt was. Ja, klar, da muss der McDonald's drauf zukommen. Dann wird das sich wandeln. Bis man am Ende das Gefühl hat, die Firma ist top. Da gehe ich hin, auch wenn ich nicht mehr arbeiten muss. Da gehe ich hin, weil ich will. Die müssen sich wandeln. Das fängt ab 400 deutlich an. Klar?
Und dann kommt 600, dann fragt sich der Staat, woher soll ich das Geld haben? Dann fällt dem Staat auf. Erstmal, hier hat es bitte kein Ganzer gefallen und so weiter und so fort. In Beamtengehältern gibt es überhaupt keine Probleme. Die sind ja immer wesentlich höher. Das kannst du einfach so einschnurren lassen dort. Aber plötzlich sagt der Staat, woher nehmen wir denn das ganze Geld? Und dann fällt ihm auch alle Unternehmersubventionen, die gegeben werden, um die Illusion der Vollbeschäftigung aufrechtzuerhalten, die können wir langsam rückwärts fahren. Ihr glaubt ja gar nicht, wie viel es alles Unternehmersubventionen heute gibt. Hartz IV ist sowieso nur eine Unternehmersubvention. Kein Pfennig für die Armen. Nur um die Leute in das System reinzupressen. Ja? Ja, es ist reine Unternehmersubvention. Hartz IV im Sozialsystem zu rechnen, ist auch eine der schönen Lügen. Hartz IV kommt in die Unternehmersubvention. Es gibt kein Sozialsystem mehr in Deutschland. Das ist die eine Geschichte. Aber, dann fängt man an, die ganzen Unternehmersubventionen, die man überall gibt, wegzustreichen. Ja, und dann kannst du das auffüllen bis oben hin. Und der Bundesfinanzminister hat es gesagt, dieses Land zahlt im Jahr, eingerechnet, genau, 1 Billion Euro an Sozialleistungen. Dann sagt er vorsichtig, da könnte man sich schon überlegen, ob das Geld nicht besser verwendet wird, als das, was dabei rauskommt. Grundeinkommen für 80 Millionen Menschen würde bedeuten, 80 Millionen mal 1000 Euro mal 12 Monate würde 960 Milliarden Euro bedeuten. Ein bisschen unter, da sind die Krankenkassen und die Kosten nicht drin. Aber nur, dass man sich das ganz auf, das sind ja nur absolut von außen solche Werte. Es ist Grundeinkommen kostet im Verhältnis keinen Pfennig, sondern bedeutet nur, dass man die Bedingungen aus den Geldern, die da sind, rausnimmt und die Gelder anständige Wege leitet und nicht immer nur in die Taschen von einigen reicht. Und das würde die Konjunktur aber erheblichst beleben und das würde Wirtschaftswachstum bringen. Vorteile für Unternehmer sind nur noch hochmotiviertes Personal. Also auch über Überwachungsanlagen alles wegräumen. Ne? Die existieren ja nur, weil man in Sklaverei macht. Die Leute. Ne? Nur noch hochmotiviertes Personal. Das eigene Einkommen ist gesichert, ist sehr wichtig für Kleinunternehmer bis in den unteren Mittelstand. Ne? Das eigene Einkommen ist gesichert. Unternehmen ist jetzt, man muss nicht mehr für die Lebensgrundhaltungskosten des Personals aufkommen. Ganz wichtig. Und das Volk hat Kaufkraft. Der Binnenmarkt ist wieder vorhanden, der ist nämlich jetzt gerade völlig im Abschnurren. Ja, also es ist nun nur ganz oberflächlich. Wie viele direkten und indirekten Steuern werden denn auf die 1000 Euro gezahlt? Und wo kommen denn die ersten 1000 Euro her? Kommen die aus der Produktivkraft her oder wo kommen die her? Jetzt wird es sehr, wie du Uhr macht. Wollte ich abhauen irgendwann? Wann fährt unser Zug? Eine Stunde später fährt er jetzt. Jetzt fährt er schon eine Stunde später. Also pass auf, Freunde. Zum Thema, wo die Gelder herkommen. Sie sind da. Also wie ich jetzt gesagt habe, sind sie da. Sie sind heute schon da. Ob die Wirtschaft gesünder wird, ist eine Frage. Dann wird oft gesagt, dann machen die Leute nicht mehr so auf Hochkonsum, aber vielleicht ist kulturell mehr los. Ja, also das ist ja eine Frage, ob wirklich der Konsum nachher einbricht. Wenn er wirklich einbricht, heißt die Leute haben weniger Bedürfnisse, kann man mit Grundeinkommen untergehen. Es richtet sich nach den Bedürfnissen. Das ist nur ganz von außen Finanzierungssysteme dafür. Die einzelnen Voreinstellungen gibt es ganz viele. Ich persönlich stehe absolut auf den von Götz Werner. Wenn das auch wirklich total heiß jetzt klingt, aber ich weiß auch, was gerade aus Linken dagegen gesagt werden muss, aber ich finde, die Linken haben mich ganz fertig gesagt. Demnächst mache ich mit Katja Kipping darüber nochmal ein Briefing. Man kann ja mal ein öffentliches Streitgespräch machen. Ja, also, es erstmal darzustellen, das ist so irre. Es gibt einen Link, da kann man das sehen. Konsumsteuerblogspot.com. Dafür lasse ich mich auch gerne nochmal einladen, weil das ist so heiß,
und wird noch so missverstanden, dass von Arbeit überhaupt kein Geld mehr genommen wird, nur vom Konsum. Das heißt, Blogspot.com. Heißt, dass von Arbeit überhaupt kein Geld, nur vom Konsum, mit dem gigantischen Vorteil, plötzlich guckt der Staat nicht mehr darauf, dass die Leute arbeiten, weil er hat nichts davon, der guckt darauf, dass die Leute Geld haben. Und so ein Staat kann ich lieben. Genau. Ja, also es, da passiert so grundlegend was und die Reichen werden so grundlegend der Möglichkeit, in der Möglichkeit beschränkt, sich Geld in die Tasche zu stecken. Das ist der Hammer bei der Konsumsteuer. Viel mehr als bei der Einkommenssteuer. Weil die verdienen nur noch die Hälfte. Aber, das ist jetzt aber was heißt das jetzt in der Finanzierung? Steigen irgendwelche Steuern, Konsummehrwertsteuer nehme ich mal an? Konsumsteuer hieße, das ist Umsatzsteuer. Dass da alles, was man heute Mehrwertsteuer ist, nur noch da ist. Aber die würde höher gehen. Ja. Jetzt muss man ganz vorsichtig sein. Wir haben nachher eine Mehrwertsteuer von 100%. Nach Werner, ja? Problem das heißt auch 1000 Euro Kaufkraft sind nur noch 500 wert. Nee. Problem ist heute, wenn heute produziert wird, da kommt 19% Mehrwertsteuer oben drauf. Aber der Unternehmer hat alle Steuern und Sozialversicherungsbeiträge, die irgendwie in der Produktion angefallen sind, als Kosten in die Produktionspreise mit reingebastelt. In den Netto. Wo soll er sie denn hinstecken? Ja? Wenn man jetzt. Also so, dass wir im Durchschnitt immer 50% bezahlen, Steuern und Sozialversicherungskosten. Im Durchschnitt, das nennt sich Staatsquote, wir zahlen nicht 19% Mehrwertsteuer und der Rest ist in den Produktionskosten schon versteckt. Wenn man reine Konsumsteuer machen würde, würden diese Dinger wegfallen. Klar? Das heißt, die Produktionskosten würden absinken können. Ja? Okay. Dann kann man hier eine 100% Steuer im gesamten Wert 50% obendrauf knallen. Da müsste halt das Geld da alles rein. An die eine Stelle hat man eine 100% Mehrwertsteuer oder 50% vom Gesamtpreis sind Mehrwertsteuer. Der Staat kriegt genau dasselbe Geld wie heute. Es gibt aber nur noch eine Steuer. Das heißt, wir machen keine Lohnsteuer oder irgendwie Einkommenssteuererklärung mehr. Wir machen, weil wir kriegen nur noch Nettolöhne. Ist das nicht eine Befreiung der Unternehmer von jeglichen? Die Unternehmer zahlen heute auch keine Steuern. Da muss man ganz vorsichtig sagen, das ist das Geheimnis von Götz Werner, was Götz Werner gesagt hat. Das Interessante, vor Lincoln, der wurde wahnsinnig an, ich war dabei, angeschossen deswegen, und dann hat er gesagt, wissen Sie, das Geheimnis der Reichen ist, dass sie ja sowieso nie Steuern zahlen. Und das hat nicht mit Liechtenstein oder irgendwas zu tun, sondern wenn ich ein Unternehmen habe von meinen Mitarbeitern und so, ich zahle die Steuern alle. Ja, das ist völlig klar. Ich zahle alle Steuern, Sozialversicherung und auch was mir hinterher als Gewinnsteuer, das zahle ich alles, überhaupt kein Problem. Ja? Aber für mich sind das alles nur Kosten, wie Mietkosten, wie Kosten, Zinskosten und die lege ich alle die kalkuliere ich alle in den Preis der Ware. Das heißt, ich habe sie zwar gezahlt, aber sobald der Kunde kaufen kommt, zahlt er das gesamte Geld zurück. Ey, das ist der Hammer, diese Vorstellung sich zu machen. Der zahlt mir das gesamte Geld zurück. Deswegen ein Unternehmen, was läuft, zahlt keine Steuern. Der Kunde zahlt die Steuern immer zurück. Das ist der. Deswegen sagt Götz Werner, es gibt nur einen, der die Steuerlast wirklich trägt. Der zahlt sie zwar, aber da wer sie wirklich trägt, das ist nur der Kunde. Und das macht er heute schon. Das macht er heute schon. In dem Moment wird es ganz klar, der Götz Werner sagt, es gibt nur einen Moment, wo ein Unternehmer Steuern zahlt, wenn der Kunde ihm die Produkte nicht abkauft. Ja, dann hat er gezahlt, aber der Kunde weigert sich zurück. Und in dem Moment, sagt Götz Werner, ist eigentlich das Unternehmen am Sterben. Das ist wie, wenn so ein Unternehmen Steuern zahlt, ist das wie das Ausschneiden einer Schnecke. Das ist ein Sterbeprozess. Das ist kein besonderer Flutschprozess, kein besonderer Flutschfaktor. Das ist ein Sterbeprozess, klar? So. Ja, gut, ja. Nur dass das klar ist. Und dann kriegt man Subventionen vom Staat. Und die Subventionen sind nichts anderes als eine Steuer. Ja. Ich habe kein Blaulicht am Auto und der Zug geht um so und so viel Uhr. Wir haben noch einen Film.
Und wir müssten es dann organisatorisch jetzt abklären. Haben wir noch 3 Minuten oder noch was länger? Oder fährt jemand nach Bacharach? Nee, der kann doch fahren um 12 Uhr fährt er uns. Genau, 12:30 Uhr. Dann nehmen wir das vereinbaren. Dann nehmen wir jetzt den Zug um 12:30 Uhr. Hey, wo ist mein Mitfahrer? Nein, hier. Ist das für dich okay? Ja, Freunde, dann, aber trotzdem können wir jetzt langsam ins Ende kommen, so, aber auf entspannte Weise nach der alten Rotierchen. Können Sie mir bitte nur mal kurz sagen, der Freiheitswert, das war in Verbindung mit dem Grundeinkommen in Deutschland 1000 zum Beispiel, in Rumänien 400. Kann man nicht sagen. Was kann man darunter verstehen? Also, in Deutschland brauche ich 1000 Euro zu überleben. Die Lebensbedingungen anders. Also, dass man ohne Druck zu haben leben kann. Es kann sein, dass in Rumänien 400 reichen, weil die Preise halt geringer sind und die meisten Rumänen haben eigenes Haus und so weiter und so fort und die Mietkosten sind da anders berechnet und so weiter. Also nicht, dass man den normalen Wert nimmt, sondern dass man sagt, Grundeinkommen muss so hoch sein, dass man jederzeit Nein sagen kann und so hoch, dass man tun kann, was man für richtig hält, auch wenn es kein Geld bringt. Ja, und das kann in könnte, das ist eine Vorstellung, ich war noch nicht in Rumänien, ich habe es nicht durchgeredet, aber vielleicht könnte es mit 400 Euro hinreichen. Aber dann Okay. Noch eine Frage, und zwar, wie ist denn das zum Beispiel denn hier in Deutschland? Ich meine, hier gibt es Städte, da zahle ich in einer Stadt an Miete 1000 Euro, in einer anderen Stadt nur 300. Das wir haben in unserem Land selbst, sind wir ja auch schon. Also ich persönlich sehe das hier offen. Richtig gut wäre Grundeinkommen dann eingerichtet, wenn man sagt, also ich zu dem Thema, es gab jemanden, einer der Wirtschaftsweisen, der heißt Sieber, FDP, einer der Wirtschaftsweisen, der war völlig panisch bei Grundeinkommen. Der sagt, Grundeinkommen gibt es keine Demokratie mehr. Und da haben wir richtig groß geguckt. Kanter Kipping redet von Demokratiepauschale durch Grundeinkommen. Und der sagt, es gibt keine Demokratie mehr. Dann gucken wir doof und dann sagt er, ja klar, dann wird nur noch die Partei gewählt, die das höhere Grundeinkommen in Aussicht stellt. Ich komme auf das Thema. Ne? So, ja, und da hat er recht. Ja, und dann kam einer, der sich gut auskennt, das ist der Bernd Senf, und hat gesagt, ja, stimmt, aber es gibt eine Idee dagegen. Und die finde ich so toll, dass es schon meine geworden ist dabei. Ich bin nicht der Urheber, aber wir haben die Legislative, die Exekutive, die Judikative und so weiter und so fort. Das sind eigentlich getrennte Bereiche. Es muss einen weiteren Bereich geben, den nennen wir Alimentative. Alaba heißt ernähren. Ja? Und der muss die Höhe des Grundeinkommens bestimmen, unabhängig von der Politik. Die Politik muss von der Frage nach der Höhe des Grundeinkommens befreit werden, um wieder handlungsfähig zu sein. Sonst schreiben die ganze Zeit nur über die Höhe des Grundeinkommens, anstatt sich zu überlegen, wie stehen wir in der Welt. Ne, wer räumte mal die ganzen vermüllten Ozeane leer? Das wären zum Beispiel gute Fragen. Die Politik hat so viele wichtige Fragen und überhaupt nicht angreift. Ne, klar. Ja, ja, und dann wird die muss entlastet werden von sowas. Wissen Sie, echt, da wird immer gesagt, wenn so ein Grundeinkommen wird ja die Politik entmachtet. Nee, die wird freigestellt zu echtem Handeln. Wenn ich mich um jeden Scheiß kümmern muss, das ist keine Macht. Das ist nicht Macht, das ist Hilflosigkeit. Der Honecker, der stand überall, jeden Tag 10-mal, 20-mal in der Zeitung, musste alles selber regeln, die arme Sau. Das ist nicht Macht, das ist Machtverlust. Ja, wenn mein Bein nicht macht, was ich will, von selbst, weil alles ist mit meinem Tiefstbewusstsein verbunden, ne? Da muss ich immer runter sagen, gehst du jetzt ein bisschen nach vorne und gehst da auch noch, sonst klappt es nicht mehr und der Arsch muss auch noch mit, ja, das doch nicht macht. Wissen Sie, wenn gerade die Merkel heute alles machen muss, von morgens bis abends, dass es nicht macht, dass das Gegenteil von macht. Das ist einfach ein kollabierendes System und die Leute stecken überall drin und müssen permanent entscheiden, wo sie weder die Möglichkeiten noch das Fachwissen noch irgendwas haben. Ja, das muss ausgegliedert werden. Macht fängt dann an, wenn die Dinge von selber laufen. Wenn ich die ganze Zeit bei meinem Computer reinfummeln muss und alles in Ordnung ist, wenn das Ding von selber läuft, dann bin ich frei zu handeln, wo es nötig ist. Da muss man, also die Alimentative ermächtigt die Politik zu echtem Handeln, das ist das eine, da wo es wirklich nötig ist. Ja? Und die Frage der Höhe des Grundeinkommens raus, die muss halt so, dass da drinnen geguckt wird, wie hoch ist Grundeinkommen. Das ist halt ganz wichtig. Es gibt viele Leute, die sagen, wenn es Grundeinkommen gibt, ne, dann gehen doch nur die Vermieter hoch mit dem Geld. Klar. Und dann ist das Grundeinkommen schon wieder nichts wert. Klar? So wird ja viel geredet.
Ja, das Problem ist, wenn es eine Initiative gibt, ist das überhaupt kein Problem. Dann lassen die Vermieter hochgehen. So, dann gibt es in der Alimentative ein rotes Licht. Dann sagen die, oh, mit 1000 Euro kann man nicht mehr leben. Ich komme sofort auf die Regionen. Die kann nämlich auch regional Unterschiede machen. Ja, die Alimentative. Ja, dann sagt die plötzlich, oh, jetzt kann man plötzlich nicht mehr leben mit 1000 Euro. Und dann muss die Alimentative, genau wie Karlsruhe, wenn Karlsruhe sagt, nee, das geht nicht, ihr Politiker, ja, dann muss die Politiker umdenken. Ja, und dann sagt die Alimentative, du, Grundeinkommen ist 1.100 jetzt oder 1.200. Ja, mehr passiert nicht. Die sagen, wie hoch Grundeinkommen ist und die Politik muss sich danach richten, wie, ob das Wetter so ist oder Erdbeben passiert oder so. Muss sich danach richten, hat keinen Handlungsspielraum. In dem Moment passiert was unheimlich Interessantes, dann gehen die Vermieter hoch, in der Alimentative geht das rote Licht, man kann nicht mehr leben mit 1.000. Dann geben die das nur nach oben ab. Zum Gesetzgeber. Darauf kommt es an. Könnte man ja auch. Ne? Und der Gesetzgeber hat die Frage sofort, ist es unsere Aufgabe, Vermieter zu mästen oder nicht? Und der Wähler guckt da hoch, und wir sind meistens Mieter, guckt da hoch und sagt, haben unsere Politiker, die auch haben, sehen die Politiker als unsere Aufgabe, die Vermieter zu mästen oder nicht? Klar? Das heißt, die Politiker werden sich sofort was einfallen lassen, wo man sagen kann, ey, pass mal auf, ganz so hoch muss es nicht sein. Ja, Inflation gilt doch eigentlich als was Negatives. Ja, bei Hauspreisen und bei Mieten sieht man es positiv. Ja, sag mal, sind die verrückt? Das ist aber nur Inflation. Was macht man denn da zur Inflationsbekämpfung? Klar, es trifft nicht das Volk kriegt sofort mehr Geld, es trifft sofort den Gesetzgeber, das ist der Richtige, den es trifft. Merkt man das nur durch die Alimentative. Und die Alimentative kann auch hingehen und sagen, du pass mal auf München, da brauchst du ein bisschen mehr. Brandenburg kannst du ein bisschen billiger sein oder sowas. Ne? Wobei das die Frage ist, ob es stimmt. Nämlich nach Grundeinkommen werden viele sagen, ich bin doch nur in München, weil ich auf dem Land nicht mehr leben konnte. Ne? Und plötzlich sagt man, du pass mal auf, plötzlich wieder, ich kann hier wieder was tun, was ich für richtig halte. Es kann sein, dass ich wieder kann. Dass es auf dem Land etwas höher geht und in den Städten etwas niedriger geht, zum Beispiel mit den Mieten. Das ist eher wahrscheinlich. Und dass neue Lebensprojekte nur diese Alimentative ist total wichtig. Und diese Erhöhungsschritte, die dürfen auch nur geplant werden, das muss ich ganz deutlich sagen, wenn es die Alimentative gibt. Sonst hört man bei 400 Euro einfach auf, weil die Regierung gewechselt hat. Dann sagen sie jetzt, guck mal, dass 400 Euro zu rechnen. Noch eine Frage. Ja. Nationalität und Wohnort. Wenn das System bedingungslose Grundeinkommen so phänomenal wäre, dann würden selbstverständlich von außen jede Menge Leute nach Deutschland schwärmen. Ja, ja, aber damit, wenn mehr Leute hier hinkommen, steigt Wohnraumnot, ist eine größere Nachfrage nach vielen, vielen Sachen. Das hätte automatisch eine Inflation zur Folge. Also irgendwo muss das begrenzbar sein, gerade wenn man das isoliert als ein Land alleine durchziehen will. Ja, also wie gesagt, es ist eine Frage, wer es kriegt. Die müssen zum Amt gehen und irgendwas tun, um zu sagen, ich brauche es halt und es ist notwendig. Wer wirklich auf Flucht ist, ne? Der muss es kriegen, da haben sich die Deutschen genügend Ehren erworben, um Leuten, die auf Flucht sind, eigentlich die Lebensgrundlagen nicht zu nehmen. Aber heute wird ja wieder völlig anders gesagt, ich hasse Deutschland für den ganzen Scheiß, den sie in diese Richtung treiben, auch dafür, dass sie ihre Soldaten wieder draußen rumschicken und sowas. Das ist wirklich, man tut ja so, als hätte es uns im Reich nicht gegeben. Ne? Selbst mit dem Grundgesetz, gibt man so einfach weg. Also es ist wirklich. Ja, aber da, und dann ist die Frage, wie gibt man es den Leuten, dass es aber nur Übergang ist. In Wirklichkeit ist Grundeinkommen ein Grundrecht, steht dahinter, das Grundrecht auf eine freie Existenz, freie Entfaltung der Persönlichkeit, steht ja schon drin im Grundgesetz. Ne, und als Grundrecht, als Menschenrecht auf Einkommen steht der Idee nach eigentlich allen Menschen zur Verfügung. Man wird dafür sorgen müssen, dass das auch klappt. Ne? Darf ich das noch gerade ergänzen? Das ändert sich. Das Problem, was da aufgezeichnet wird, ist nicht so krass, weil über die Refinanzierung durch die Umsatzsteuer habe ich ja mit jedem, der es mehr bekommt, auch mehr Konsum.
Das heißt also auch die Einnahmen steigen, das heißt also unter dem Strich ist das nicht unbedingt ein Finanzierungsproblem. Aber wenn man den Wettbewerb des Systems sieht, also das System, was wir jetzt haben in Frankreich, wir haben eben ein besseres System, dann laufen die intelligenten Leute weg. Die werden nachziehen. Also zum Beispiel bei dem Finanzierungsmodell ist es so, heute wird das hier ausgeführt, mit den ganzen Dingern drin, unsere Sozialkosten, weil es so produziert wurde, werden unsere Sozialkosten mit exportiert. Klar, heute. Das wird ja. Das heißt, wenn so finanziert würde, würde dieses Ding ausgeführt werden können. Ha! Da werden sich die Franzosen schon überlegen, wollen wir es nicht auch so haben. Weil plötzlich wird der Ford billiger als da der Renault oder so. Ja, merkt man das? Merkt man das? Da passiert was. Ja, da geht plötzlich was los, weil die Produkte werden vollständig von Sozialkosten, die gesetzliche Chinesen kriegen jetzt plötzlich feuchte Augen. Das ist klar. Also, das ist eine Kettenreaktion, die da ausgelöst würde, wenn es gelingt. Also nur, dass man, da geht eine Kettenreaktion von aus und vor allen Dingen in der dritten Welt geht unwahrscheinlich was davon aus. Die ziehen alle ihre Ideale, was sie für gut halten, auf den Fernseher inzwischen. Also viele der Revolutionen und sowas, die wollen. Ja, selbst in Arabien gibt es jetzt eine erwachende Frauenbewegung und sowas. Das kommt dann, ja, und so weiter und so fort. Da geht, und wenn wir Grundeinkommen haben, dann sagen die sofort alle, geil, warum nicht wieder? Ne? Also da könnte, was in Gang kommt, ist sehr schade, wenn es nicht in Gang kommt. Natürlich könnten sich die Franzosen wehren. Die könnten ja dann Einfuhrsteuern erhöhen oder sowas, ne? Um das wieder auf den Preis zu bringen. Ne? Oder so. Da gibt es viele Möglichkeiten, die man machen kann. Ne? Aber so vom Prinzip her wurde unglaublich, was in Gang kommt. Wer gibt denn der alimentative Wie so viel Macht, dass sie bestimmen kann, welche regionalen Unterschiede irgendwo auszugleichen? Ne? Das ist, also wie die eingerichtet werden muss, ist ein riesiges Problem, aber sie muss den gesetzlichen Auftrag kriegen, dafür zu sorgen, dass man jederzeit Nein sagen kann und jederzeit tun kann, was man will, auch wenn es kein Geld kostet, kein Geld bringt. Also das ist die Kritik. Und wie die zusammengesetzt sind, ob da nur Pfarrer drin sitzen oder sowas, oder nur Linke drin sitzen oder so, das ist ein riesiges Problem. Ne? Das ist, aber da muss was gestaltet werden, und wenn die nicht funktioniert, dann muss das Volk auch sagen können, was man auch nicht die Politiker, sondern da gibt es dann Krach, dann gehst du nach Karlsruhe. Ne? Und das hier, die erfüllen ihre Sachen nicht ordentlich, die gehören rausgeschmissen. Ne? Die haben ja im Prinzip auch nur einen statistischen Wert zunächst zu ermitteln. Das heißt, zu ermitteln, was da zum Beispiel vor Ort zu bezahlen ist. Und dann sagen die, das ist der Preis, der da zu bezahlen ist. Und dann muss eben der Gesetzgeber handeln. So, ich mache jetzt noch, ist recht, wenn ich noch zwei Fragen beantworte? Und wir dann zum Ende kommen? Ja, also Finanzierungsmodelle, da gibt es ja verschiedene. Also die das ist mein Steuererhöhung, da muss ich sagen, das ist nicht so mein Ding, weil es andere steuerliche Modelle gibt. Im Kern, bei Grundeinkommen, sehe ich das so, dass es um ein Umverteilen des gesellschaftlichen Reichtums geht. Und da müssen Steuermodelle anderes sein, weil die Konsumsteuer ist gerade wieder die große Mehrheit und nicht die Vermögen. Aber zum anderen Punkt noch, ganz wichtig. Und zwar, was steht eigentlich dagegen? Momentan gegen den Grundeinkommen ist doch die Systemleistung und Gegenleistung. Und wer letzte Woche hat oder wieder geguckt hat, da wurden ja einen Menschen interviewt, wie sie zu Hartz-IV-Empfängern stehen, wie sie diese Situation betrachten. Und da kamen wirklich im Großen und Ganzen negative Äußerungen. Ja, so unter anderem auch, die sind vielleicht nutzlos. Also schon eine schreckliche Äußerung. Das heißt, diese Überlegung mit einem Grundeinkommen, auch mal die Würde des Menschen und auch diese Schätzbarkeit des Menschen in den Vordergrund zu stellen, was heute nicht ist, das ist etwas ganz Neues in diesem Modell. Und da müssen wir eigentlich hin. Und die letzte Frage ist noch, ich habe vor kurzem ein Interview gelesen, was auch hier die Problematik ist, dieses Thema Grundeinkommen in die Breite der Gesellschaft zu tragen. Da sind wir noch nicht so weit. Ich bin bei ATTAC und in ATTAC gibt es die Diskussion auch, was können wir da machen. Und im Interview, wo ich gelesen habe, ist so, dass in Berlin, und du kommst aus Berlin, werden Organisationen dieses Jahr eine große Demo in Berlin vorbereiten für dieses Thema Grundeinkommen. Was gibt es dazu Neues?
Also das Schönste, was zu erzählen ist, dass in der Schweiz eine Volksabstimmung zu dem Thema vorbereitet wird. Da gibt es jetzt eine Volksinitiative dazu. Die haben eine riesige, eine sehr große, im Volk dort, eine sehr große Unterstützung. Ich habe da selber gesammelt für die. Ich gehe da ab und zu rüber. Ich finde es total irre, dass die Schweizer sich nicht aufregen, wenn ein Deutscher steht und sagt, macht der jetzt hier irgendwas oder so. Das ist meine erste Befürchtung gewesen, weil ich rede nicht so schön schweizerisch. Außerdem haben mich, ich habe in Zürich gestanden, habe ich in 3 Stunden 6 Leute erkannt, als dieser Fuzzi aus dem Fernsehen. 3 fand es toll und 3 fand es beschissen, was ich gemacht habe. So in der Art. Also man ist da sehr bekannt. Aber das Irre ist, da in der Schweiz, die kommen und sagen, und da sagt man, hast du nicht Lust für die Volksinitiative mit uns zu schreiben? Gehen dann hier vorbei und dann bleibt ich hier und sagt, um welche Volksinitiative handelt es sich denn? Weil da ist es wirklich so, dass man ganz tief innerlich, weil man da wirklich mit Politik gestalten kann in der Schweiz. Ja? Und dann heißt es da nicht Volksentscheid, sondern Volksabstimmung. Völlig andere Nummer. Volksentscheid, das heißt, der eine Stimme mehr, der unterdrückt die andere, sondern Volksabstimmung. Und das hat da gab es so eine Volksabstimmung darüber, ob man noch Militär haben muss oder nicht. Ja, die ist gescheitert äußerlich. Das heißt, das ist interessant, in der Schweiz, die ist gescheitert äußerlich. Das heißt, das Militär ist immer noch da. Aber seit dieser Volksabstimmung, vorher war man immer stolz, oder konnte man stolz sagen, ich bin beim Militär, und alles sagt, oh toll. Nur jetzt sagt man nicht beim Militär, wo ich sage, so hast du nichts Besseres zu tun. So, da hat sich was geändert dadurch und das wird allgemein wahrgenommen. Da ist was und da bin ich gespannt. Und vor allem, wenn dann in der Schweiz das fallen würde, dann gibt es auch eine Initialzahlung. Schweizer Film. So. Ich selber, wenn ich hier demnächst zu Tode sanktioniert werde, ich will ja meine ganzen Sanktionen. 3 Monate Sanktionen mit Hungern kann ich nicht durchhalten. Ich habe Asyl in der Schweiz schon. Ich werde vorher mit denen aber spielen auf allen Ebenen, aber ich werde in der Schweiz Asyl kriegen. Das ist ganz wichtig. Zum Thema, das möchte ich mir einfach privat noch leisten, weil hier viel aus der Linken sitzen. Dieses System wird sehr stark kritisiert, dass Unternehmer sich bereichern könnten. Nur, dass das mal klar ist. Bei dem System ist es so, da fallen ja die ganzen Kosten weg plötzlich im Unternehmen. Kann er sich das nicht in die eigene Tasche stecken? Das ist die erste Frage. Ja, nur das ist mal klar. Kann er nicht. Wenn er sich das in die eigene Tasche steckt, dann bleibt der Produktionspreis so hoch. Klar? Also die Frage ist ja, kann er sich das, wenn die Kosten wegfallen, in die eigene Tasche stecken? Der Unternehmer. Ja, jetzt muss er das nicht mehr an den Staat abdrücken, steckt es in der Ecke. Ist gut, ist richtig gedacht, kann er. Ja, Problem ist nur, dann bleiben die Produktionskosten, also die Kosten am Ende für den Kunden so hoch. Das heißt, wenn die dann mit 100% besteuert werden, ist der Preis halt explodiert. Wenn er den Preis halten will, muss er jede Erleichterung abgeben. Und dann kommt der Satz, dass jeder Markt, den er in die eigene Tasche steckt, dieses hier halt hochhält oder sowas und nochmal mit einer Mark besteuert wird. Das heißt, dass jeder Euro, den er in die eigene Tasche steckt, als 2 Euro im Endpreis ankommt. Heute kommt jeder Euro, den sich ein Unternehmer in die Tasche steckt, als 1,19 Euro im Euro im Endpreis an, weil er nur mit 19% Mehrwertsteuer als 19 Cent belastet wird. Als 19 Cent. Genau, mit 1,19 Euro, mit 19 Cent. Das heißt, heute, im heutigen System kann ein Unternehmer sich leichter bereichern als in dem Konsumsteuermodell, weil heute kommt jede Mark, die er sich in die Tasche steckt, nur als 1 Mark 19 im Endpreis. Also dann als 2 Mark oder 2 Euro. Verdoppelt sich das. Klar, ist viel deutlicher zu sehen, wo der Unternehmer das Geld hinsteckt. Das ist der eine Punkt. Und dann gibt es eine Riesenangst bei den Linken. Und die verstehe ich. Bei Konsumsteuern muss man keine Steuern mehr aufs Einkommen zahlen. Da denkt man, wenn man links geschult ist, folgendermaßen, vielleicht nehme ich noch, darf ich ein neues Papier? Dann bin ich höher. Muss ich erst einen Antrag stellen. Heute, wenn einer wenig verdient und Grundeinkommen hat, ne, so, dann muss er bei dem Modell, wenn er das ausgibt, sein Grundeinkommen nur, dann würden 50% an die öffentliche Hand gewissermaßen gehen, aber das geht heute schon. Ja, immer 50% gehen als Steuer.
weil die Preise so zusammengesetzt sind, dass da zwar 19 Euro nur drauf sind, aber der Rest ist so da drin. Ne? Also es geht immer 50%. Das heißt, die Kaufkraft bleibt gleich. So, aber die würden so in die öffentliche Hand gehen und nur 50 in die eigene Tasche. So, ja, der mit einem kleinen Einkommen finanziert, mit seinem Einkommen, mit der Hälfte seines Einkommens, mit 50 die gesamte, das Grundeinkommen. Und dann sagt man bei den Reichen, und eigentlich müsste ich ja jetzt, um Reichen zu malen, fünfmal oben durch die Decke gehen, ich male den jetzt einfach mal so, ne? Ja, so, anstatt in die Höhe zu gehen ohne Ende. Ne? Da taucht halt das Problem auf, der kann konsumieren, wenn die Steuern nur aus dem Konsum genommen werden. Dann taucht das Problem auf, der kann konsumieren, so viel er will, mehr als so viel kriegt er nicht hin. Ja, mit allen Yachten oder sowas, ich male das jetzt nur in derselben Höhe hier. Ja, klar, das heißt, wenn so eine 50% Besteuerung wäre, würde der nur mit dem Teil Steuern zahlen und den ganzen Rest würde er behalten. Ja, das kann, also je nachdem, wie hoch hier die Säule ist, kann das also ein verschwindend geringer Betrag sein. Da sagt man, das ist eine Riesensauerei, sowas. Ja? Die Armen zahlen mit 50% ihres Gesamteinkommens das Grundeinkommen, die Reichen, die zahlen nur mit so einem Teil. Merkt man das? Das ist asozial. Das ist das einzige der wichtigsten Argumente gegen das Grundeinkommen aus linker Sicht. Das finde ich total berechtigt. Ja? Nur es stimmt nicht ganz. Weil nach Grundeinkommen ändert sich das Einkommen. Das heißt, jeder kriegt nur noch Nettoeinkommen, auch die Reichen. Das heißt, ein Ackermann heute, wenn das eine Million wäre, der kriegt die Million unter der Voraussetzung, dass er 50% Steuer- und Sozialversicherung im Durchschnitt, also 42% oder was, Steuer- und Sozialversicherung bezahlt. Der kriegt ja das Geld so hoch ausgehandelt, dass er seine öffentlichen Beiträge auch bezahlen kann, der Reiche heute. Ist das klar? Braucht ihr nicht in der Höhe nicht. Der Reiche heute macht aber Folgendes. Der sagt, oh, da gibt es Steuersparmodell 1, auch wunderbar. Dann gibt es Steuersparmodell 2, auch wunderbar. Ne? Dass das klar ist. Ne? Und dann gibt es noch ein drittes. Und dann sagen wir, den Rest zahlen wir Steuern. Ne? So machen die das ja heute. Ne? Dafür hat man ja auch, das kann man sich ja leisten, Anwälte, die einem das, das kann sich der Arme nur nicht leisten, wenn das alles, ne? Anwälte, der alles Geld an der Steuer vorbeifährt. Ne? Die erhöhen sich. Nach in der Grundeinkommenszeit selber, wenn die dann da wäre, nach Konsumsteuer, würde man dem Ackermann sagen, wieso, du musst gar keine Steuern und Sozialversicherung zu bezahlen. Du kriegst von vornherein noch 500.000. Das heißt, er kriegt von vornherein als Einkommen nur noch das, was er heute bekommt, was er heute üblich hätte, wenn er volle Steuer und alles bezahlt hätte. Das ist der Punkt. Also das ist das Kritik. Der Kritikpunkt, den die Linke so stark hat. Wer sagt das dem Ackermann, dass er statt eine Million nur 500.000 kriegt? Das sagt ihm der Kunde. Wenn der Ackermann weiter eine Million verlangt, wenn die da oben viel verlangen, werden unten die Preise halt höher. Weil die ganzen Gehälter liegen einfach in den Preisen. Und jede Preiserhöhung, weil die besteuert wird, tritt plötzlich mit 2 Euro auf. Ich behaupte mal, der Kunde wollte noch nie dem Ackermann eine Million zahlen. Das weiß ich. Das ist der Ackermann jetzt ein Sonderfall, weil die Bankgeschäfte, die ihr sagt. Lass mich nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Also im Prinzip ist die Kritik der Linken eigentlich an dem Punkt auch nicht zutreffend, aus einem anderen Grund. Die Steuer wird ja auf alles erhoben, was umgesetzt wird. Und wenn ich den Umsatz nicht nur auf Konsum, auf Ware nehme, sondern zum Beispiel auch auf Börsengeschäfte und dergleichen und da ebenfalls eine Umsatzsteuer draufsetze, greife ich sowieso an den hohen Vermögen und zwar alles das, was ich bewegt habe. Es sei denn, ich habe Urlaub. Man muss einfach konsequent machen. Man muss es nicht nur auf eine Ware beziehen, sondern man muss auf jeden Geldtransfer beziehen, auf jeder Umsatz. Und dann komme ich eigentlich auch damit hin. So, aber das war jetzt, ich möchte jetzt zum Ende kommen, weil wir sollten jetzt zum Ende kommen. Ich hab mir was überlegt, also zum Beispiel die Gesetze, ja, die ausgeführt werden im Namen der Gerechtigkeit, zum Beispiel die das ausführen. Und wenn diese Systeme stattfinden würden, wäre es für mich, sage ich mal, etwas angenehmer, sage ich mal, diese Menschen, die dafür und das tun, auch wirklich positiv belohnen. Das heißt,
es müsste so ein System sein, die dort arbeiten, sich für diese Gerechtigkeit einsetzen, etwa einen besonderen Status haben. Und damit, also diese Menschlichkeit, also warum diene ich diesem Land, warum ich diese Gerechtigkeit ausführe, das ist eigentlich, das sind die Menschen, die diese Basis, diese Basis haben. Also alles andere ist schön, aber ich finde, wo baut diese ganze auf den Gesetzen, auf diesen Leuten, bei dieser Loyalität gegenüber den Menschen. Und das wäre schön, wenn das richtig Boden hat. Man darf aber nicht loyal gegenüber Obrigkeiten, sondern gegenüber dem Grundgesetz. Genau, das meine ich. Und die Obrigkeit muss man daran prüfen. Genau. Ja, dass das halt positiv motiviert wird. Andere würden sagen, okay, ich gehe als Unternehmer rein. Und das ist genau das Problem, ja, passiert. Weil die gehen zum Unternehmen und da kriege ich ja Kohle. Und an der Gerechtigkeit kann man einfach nicht verdienen. Aber ich würde mir wünschen, wenn dieses System so gemacht ist, dass jeder davon profitiert. Ich danke für eure Wahnsinnsgeduld. Mir hier gerade noch Filme gegeben von Grundeinkommen, ein Kulturimpuls. Das ist ein wunderschöner Film über das Grundeinkommen. Ab der 60. Minute wird auch dieses Konsumsteuermodell nochmal genau erklärt, und zwar auch betriebswirtschaftlich bis ins Kleinste durch und volkswirtschaftlich auch. Also es ist ziemlich interessant, sich dann anzugucken, gegen Abgabe, entweder wer gar kein Geld hat, nimmt es umsonst mit, aber sonst eine kleine Spende, alles von vornherein. Kann man den Film hier haben, in vielfacher Ausfertigung. Ja, ich danke sehr für euer... Ich möchte gerne noch eine persönliche Erklärung abgeben. Du hast jetzt über 3,5 Stunden, wenn man mal die kleine Pause abzieht, hier, ja eben nicht. Normalerweise kommt das Gähnen. Ich habe hier keinen Gähnen gesehen. Alle waren recht wach. Ich bedanke mich jetzt persönlich.